Ich wollte gerade sagen. Ist gut, ne? So, drück, lass uns mal auf Play. Drücken wir mal auf Play. Wollen wir ein bisschen was zum Spiel sagen? Was? Steam Verification Ownership failed. Nein! Was denn jetzt? Nein! Ich drück dir einfach nochmal drauf. Start the Gamu. Start the Gamu. Ja, das ist Beta. Ist flip, halt flip, 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 flip. Ich mach nochmal aus. Vielleicht geht's nochmal, wenn ich nochmal anmache. Ja, ja. Wir haben zu lange. Kennst du das bei 7 Days? Ist das auch, ne? Wenn du zu lange mit diesem Launcher hängst. Ja, dann hat der keinen Bock mehr auf dich. Manchmal die Server nicht mehr. Ja. Ja, also nochmal. Ich wurde überredet von der guten Tana, dieses Spiel mal auszuprobieren. Nennt sich Grimwood. Die Idee dahinter ist, es ist ein, oh Gott, ein Strategiespiel mit RPG-Elementen, Survival-Simulation. Das hört sich erstmal überwältigend an. Ist es vielleicht auch? Okay, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Ist es auch? Ja, es lädt. Oh, aber ich bin schon in meinem Dorf drin. Was mache ich denn jetzt? Bist du auch in meinem Dorf? Found your camp and you stood no chance. Okay. Weil ich hatte ja gestern schon mal... Achso, mein alter Charakter ist kaputt, ist gestorben. Neues Dorf. Ich glaube, du siehst, in welchem Dorf ich bin, ne? Ja, ich stelle mir gerade einen neuen Charakter, aber mein alter Charakter ist gestorben. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe ausgelockt. In der Wildnis. Ach so! Das kann ja mal passieren. Ja, in der Wildnis auslocken ist keine gute... So, was haben wir denn hier? Was bin ich denn? Trades. Ich erzähle euch das mal ein bisschen Grabwächter. Also ein Spiel, was nicht nur so passiert, sondern auf ganz vielen Ebenen. Leider alles noch auf Englisch. So, wie wollen wir denn aussehen? Wir haben dieses Dorf spielen 30 Spieler gleichzeitig in Echtzeit. Man kann die Umgebung erkunden, man kann Sachen bauen fürs Dorf, man muss das Dorf jede Nacht verteidigen. Ich habe Kartoffeln, eine Säge und eine Zange. Bin ich Zahnarzt? Und der Plan ist, gemeinsam zu spielen oder wie in dem Spiel. Mein Englisch ist nicht so gut. In dem Spiel Werwolf, wer das vielleicht kennt. Okay. The other villagers, a little about yourself. Hast du da was reingeschrieben? Nein, ich habe keine Biografie von mir geschrieben. Ich habe gesagt, ah, okay. Mich kennt sowieso keiner. Ja, bei RPG macht man es ja normalerweise. Eigentlich ja, ja. Gerade bei solchen Sachen. Ich habe hier PQ. Kulia, Townlet of Void. Normalerweise müsstest du sehen. Ich bin in Tag 5, aber du müsstest sehen, dass ich da bin. Aber sind wir Freunde bei Steam? Sind wir Freunde? Achso, ich bin Townlet of the Void. Ja, genau, da bin ich. Da bist du. Ja. Ja, aber wir sind, glaube ich, auch keine Freunde, deswegen sehe ich dich. Wir sind keine Freunde. Ja, denke ich wieder raus. RIP. RIP Multistream. It's over. So, jetzt haben wir. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal Freunde. Ah ja, cool. Ja, also ich bin gar nicht online bei Steam. Ich versteck mich jetzt. Guck ich mal eben, sind wir Freunde? Nee, ich glaube nicht. Nee, wir sind keine Freunde. Oh Gott, wir sind so gut vorbereitet. Ja, Mann. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte eigentlich überlegt, ein bisschen über das Game zu reden schon mal, aber das machen wir gleich zusammen, denke ich. Ja, wenn du möchtest, kannst du ja schon mal. Die Leute sehen ja mein Bild eigentlich. Achso, ja, genau. Achso, man sieht auch deine Dorfkarte. Also, nochmal. Hallo an alle, das ist Grimwood. Ein Spiel, was alles gleichzeitig ist. Zumindest auf den ersten Blick. Denn wir sind in einer Echtzeitsimulation. Heißt, das Spiel läuft mit echten Sekunden. Das sieht man unten links. Und jede Nacht müssen wir unser Dorf, danke für die Einladung, jede Nacht müssen wir unser Dorf vor einfallenden Horden der fiesen Finsternis verteidigen, denn dieser Wald will uns nicht. Jetzt haben diese 30 Leute, die zusammenspielen, 30 passen in ein Dorf, 30 echte Spieler. Da sind 26. Oder im Moment 26. 20! Oder 20! Das hätte mal weniger, rapide! Ich glaube, 20! Und ja, wir haben verschiedene Aufgaben. Wir können für unsere Mitspieler und für uns selbst Essen besorgen, Waffen besorgen, Sammelwerkzeuge besorgen, die Gegend erkunden, die Gegend sicherer machen und auch dann letztendlich in der Nacht dieses Dorf verteidigen. Das Ganze ist natürlich noch gleichzeitig mit Permadeath. Heißt also nicht nur, dass wir gemeinsam kämpfen und das schon schwierig genug ist. Nein, wir sind auch dazu gezwungen, wenn unser Charakter zum Beispiel verhungert, dann ist der tot. Und auch der lockt niemals richtig aus, sondern läuft in Echtzeit weiter. Deswegen ist mein alter Charakter auch gestorben, weil ich in der Wildnis ausgelockt bin. Übrigens passt der Türensound super zum Spiel. Ist gut, ne? Ja.
Pilger, mir geht's gut. Ustra geht's bestimmt auch Bombe. Ich streame, mir geht's immer gut. Ja, wenn du Ausrufezeichen Ustra eingibst, Pilger, dann kannst du bei Ustra auch mal reinschauen und winken. Kannst du doch sehen. Das hat ein Camp. Ja, genau, den kannst du auch sehen. Den kannst du fühlen, schmecken, riechen, auch bei dem Wetter. Sag ihm sowas nicht. Unser Pornobärchen. Der will das. So, sollen wir mal das Interface vielleicht mal zusammen erklären? Du bist noch in Town? Ja, ich bin jetzt hier in Town. Okay. Gibt hier. Ja, versuch du mal. Mach du mal. Ich habe genug geredet. Everybody? Was? Nein. Bitte? Ich suche gerade Freunde. Das gibt's ist. Hier? Nein, du hast, wenn du auf den. Auf, wenn du auf die Town Hall klickst, auf die Stadthalle, dann siehst du die Namen von allen Spielern, die im Dorf sind und welche gerade online sind. Und du siehst uns beide. Und man sieht auch, wer tot ist. Und man sieht auch, wer tot ist. Und wir beide sind auf der zweiten Seite. Ich weiß nicht, ob wir. Achso, ich kann dich trusted machen, dass ich dir vertraue. Okay, das habe ich mal angeklickt. Ja, ich gucke gerade. Marihuana ist tot. Pandora ist tot. Und man kann die Leute auch aus dem Dorf rauswerfen. Man kann die in der Stadthalle rausvoten. Und man kann auch gegen seine eigenen Stadtleute arbeiten. Also hier ist es wirklich wie im Spiel Werwolf. Man ist nicht immer nur der Gute, man kann auch der Böse sein. Oder man kann sich entfalten. Es ist ein soziales Gefüge. Ah. Und du jetzt musst kann man... Took a knife. Also ein Messer? Wie vorher weißt du, dass ich ein Messer habe? Ich habe mir das selber gecraftet auch. Das steht da nicht, ne? Nee. Wir standen das selber, das selber gebaut gestern. Wollten mal gucken, wie das Bauen funktioniert. Dann packt ihr das aber sofort in das Gemeinschaftslager der Stadt und da habe ich mir das Messer wieder rausgeholt. Das ist ja meins. Du hast auch eine persönliche Truhe in deinem Haus, falls du... Hey, Pilgor, schön, dich zu sehen. Danke fürs Vorbeikommen. Mein Haus. Genau. Und da hast du eine persönliche Truhe, da darf keiner ran. Außerdem kannst du hier entscheiden, ob du dich während des Nachtangriffs verstecken willst oder die Stadt verteidigen. Das macht er automatisch. Okay. Und wo gebe ich das hier? An der Tür? Oder wo? Nee, das ist unten an dem Kompass. Da siehst du so einen Mond und so ein Sternchen. Night Attack Action. Genau, da kannst du sagen, du willst dich verstecken im Haus oder du willst draußen kämpfen. Das Problem ist, wenn sich alle verstecken würden und die Monster würden die Stadt angreifen, würde die Stadt fallen, alle würden automatisch sterben. Also es muss Verteidigung da sein, entweder im Sinne von Verteidigungsanlagen, die wir bauen können, oder eigener Manneskraft. Okay. Und ich gebe jetzt mal ein paar meiner Punkte in den Bau der Stadtmauern, um da noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Das ist hier Upgrade, Storage, Defense. Ja, so, achso, ach, guck mal. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, guck mal, was wir alles machen können. Wie viele Punkte habe ich denn? Das ist oben rechts, diese Stiefel unter deinem Leben. Ah, okay. Aktionspunkte. Das ist ein bisschen wie beim alten RPG. Wir können, ich glaube, wenn ich jetzt auf den Wald gleich klicke, dann können wir, auf den Wald. Ich weiß nicht, ob wir zusammen dann rumlaufen können. Das wäre ziemlich geil eigentlich. Ja, können wir ja gleich mal Arena oder Map? Area Map, genau. Das mittlere. Bist du da jetzt allein? Achso. Ich guck gerade. Ja, wo bist du hingereist? Ich sehe dich nicht. Du bist jetzt auf der Area Map und du siehst die Stadt sozusagen von oben? Ja, ich habe die ganz klein, ne? Also hier diese einzelnen Flächen. Mach mal die Area Map. Warte. Das ist das mit den Bäumen, das Symbol. Ah! Das ist das, wo ich hier. Genau, ich im Dorf stehe. Genau, da bist du auch alleine, ne? Mhm. Ich frag mich, ob man zusammen rumlaufen kann. Weil ich bin jetzt auch. Ich bin jetzt auch auf meiner. Ich guck mal. Hey, wahrscheinlich müssen wir raus dafür. Achso, ja, ich guck mal, ob ich dich irgendwie. Also einladen kann ich dich nicht. Oder? Du bist inside the village. Okay, das sehe ich auch. Okay. Nee, jetzt bin ich raus. In welche Richtung gehst du denn? Süden, Nordwesten, Nordosten? Nordwest. Nordwest. Ich komme dir mal hinterher. Terrain below. Ja. Travel no area. Ich sneake nicht. Was haben wir hier? Da ist ein Fluss und Pflanzen. Das war aber nicht Nordwesten dann. Ich guck mal. Wir standen in Nordwest. Blind?
Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Was? Area Info. Ach, da sind drei Villager sind in der Stadt, so wie das aussieht. So, Gate, wieder raus. Ist gar nicht so einfach. Duffen, nee. Moin. Das Cornelius, ist so einfach, moin. Bad, hallo. Doch, warte mal. Ach, Northeast. Ich bin Northwest ja, raus. Kann, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Nordost. Jetzt bist du Nordost rausgegangen, oder wie? Ja, ich kann auch Nordwest rausgehen. Ja, dann geh mal bitte Nordwest raus. Da stehe ich nämlich gerade. Mal schauen, ob das klappt. Ja, Ustra ist da. Echt? Ach ja, du bist auch da. Hey, hallo. Yo, geil. Das ist ja mega krass. Aber hier ist ja nix. Ja, ja gut, wir sind ja noch um das Dorf rum. Wenn du diese große Karte machst, siehst du, um das Dorf rum ist erstmal gar nichts. Und dann können wir weitergehen. Ich mach grad mal ein Camp. Wir sind 5 Meter gelaufen. Erstmal chillen. Das reicht auch für heute. Ich würde auch mal gucken, was das hier ist. New Storage. Oh, wir können unser Inventar nutzen hier. Das ist auf jeden Fall geil. Ah, wir können hier Sachen im Camp lassen. Okay. Ja, wenn du unterwegs bist halt, ne? Aber wir brauchen, glaube ich, Material. Wo gehen wir hin? Ja, such du was aus. Also wir natürlich irgendwie entweder nach irgendwie wieder weiter in die Richtung. Ich glaube, wir müssen mal auf die große Karte gehen, weil überall da, wo nichts mehr ist, da ist wahrscheinlich auch schon alles weg. Nee, da geht's ums Terrain. Also, da ist ein Gegner zwei Dinger weg von uns. Wenn wir zweimal nach Südwesten gehen, da ist ein Gegner. Ja, dann lassen wir doch mal dahin. Ja, wir haben zwar keine Waffen, aber hey, gib ihn. Das ist ein Haus. Hier lang. Also, oh, okay, dann gehen wir da lang. Ich Südwesten. Ach, Südwesten. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich bin doch hinterher. Achso. Nee, du bist vorgelaufen. Achso, ich sammle mal ein paar Bären, wenn ich gerade schon mal hier bin. Search for food. Yes. Da kann ich ja mitmachen. 3 Beeren. Cool. Für 5. Ja. Ich habe, glaube ich, 2 Wurzeln. Also wenn wir jetzt zweimal gerade runtergehen, kommen wir auch wieder zu dem Gegner. Wir können aber auch... Ja, sollen wir das machen? Ist hier mit der Jägerhütte nichts? Da ist nichts drin, leider. Also mein Lager zeigt also mir an. Also wir gehen einmal nach Südwesten, also einmal hier lang, nach Südwesten und dann einmal nach Süden. Ja. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein, bla bla bla. Ich kann hier Kräuter schon holen. Überleben. Okay. Ich finde auch diese kleinen Punkte, die man dann gefunden hat. Feuerholz kann ich sammeln für 5. Warum nicht? Ich habe golden Thymian, oder? Ja, du kannst übrigens auch rechtsklick, wenn du irgendwo stehst, rechtsklick oder linksklick? Ah ne, hier ist schon alles erkundet. Dann kannst du auch Sachen erkunden. Hier geht's wohl nicht mehr. Ich hatte das gestern auf irgendeiner Karte. Ah, ich hab doch Werkzeug. Jawoll. Ey, du hast Werkzeug? Ja, ich wünschte, ich wüsste, wie ich mein Messer ausrüste, weil ich habe immer noch irgendwie den... Ich glaube, ich schnieke mal in die nächste Gegend. Wenn du auf deine Tasche... Warte mal, Ground Weapon? Kannst du nicht auf Weapon Tool Ressourcen? Nee, ich habe auch schon versucht, auf das Messer irgendwie zu klicken, aber dann will er es nur wegwerfen, aber ist auch nicht so schlimm. Wir kommen schon klar. Auf jeden Fall finde ich jetzt hier 2 ekelhafte Zwerge. Das sind 2 Stück sogar. Oh, das sind... Ja. Oh. Haben wir überhaupt... zum Kämpfen. Deswegen, jetzt, wenn ich jetzt hier rumstehe, kann ich Search this location machen. Also ist hier noch nicht alles entdeckt. Ja, ich untersuche einfach mal das hier, wo ich stehe. Okay, was machen wir jetzt? Kämpfen wir gegen die oder lassen wir die in Ruhe? Was? Der One Object... So, lass uns doch mal kämpfen, oder? Übrigens, Bad wollte als Troll ins Spiel springen. Da steht er da unten. Was macht ihr da? Wie macht ihr es und wie geht es euch dabei? Also, mir persönlich geht's dabei sehr gut. Wie viel. Warte mal, ich geh mal gucken. Hallo! Kämpfen! Okay, welchen greifen wir an? Links oder rechts? Wir sollten fokussieren. Ach, jetzt kann ich aussuchen, mit was ich angreife. Mit welchen hast du den linken angegriffen? Also, der gegenüber, der von dir steht? Ja, ne? Ich glaube ja. Wow, dem habe ich richtig gegeben mit dem Messer, Junge. Ich hau mit der Faust zu. Mit der Faust? Oder mit dem Stab. Dann kill ich den einmal weg. Take your... We're using a band. Achso, ich blute. Ja, also wir sind ein bisschen angeschlagen, das macht aber nichts. Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit und stark dabei. So, der ist auch fast weg. Soll ich dir mit der Schaufel hauen? Hä? Ich hau dir mal mit der Schaufel.
Flee from Brattle. Auch komm mal, wir können sogar flüchten. Wird nicht geflüchtet. Ich habe ihn mit der Schaufel nicht getroffen. Nein, ich bin dumm. Warte, ich kann nicht. Nein, ich will nicht fliehen. So. Victory! Oh, es gibt noch einen ausführlichen. Doch, das waren Zwerge. Hm? So, jetzt können wir gucken. Wow. Zwei Schaden. Tanner attacks the dwarf with bare hands. But missed. Wie viel macht denn das Messer? Ostrahaso attacks with knife. And hits well. Ich habe gut getroffen. Ach nee, so, du hast den. Heile ich mich? Wenn du Bandagen nicht im Inventar hast, gar nicht. Nee, das ist falsch. Einstellung. Ah! Ah, ich habe ein Elixier. Aber das ist für Stamina, also für Ausdauer. Bei mir zumindest. Das ist shit. Kann ich mit den Kräutern nichts machen? Ist da. Ach, hier ist einer gestorben. Hast du schon eine Axt? So, jetzt du die Axt. Dank dir. Weil ich habe ja schon ein bisschen was. Die Nüsse kannst du dir dann gerne nehmen. Du kannst gerne dann die Nüsse fassen. Ich habe schon wieder Wurzeln. Ich nehme mal ein bisschen mehr Holz mit. Ist auch fies, ne? Erstmal Grab plündern. Ja, na, wenn der da gestorben ist, der Plepp, was soll er denn machen? Skyly, das Grabhai ist erneuert worden durch das Grabhai, was du im Discord vielleicht schon gesehen hast. Das dauert immer einen Tag. Siehst du mal, ich habe hier eine Säge, eine Axt und eine Hatchet. Wo sind wir denn jetzt genau? Wir sind jetzt hier oder da. Ach, wir haben ein Point of Interest tatsächlich noch nicht entdeckt. Das heißt, es gibt hier noch eine Sache, die es hier zu entdecken gibt. Hier, ich hab ihn. Echt? War das? Anscheinend nicht. Doch, so. Also egal, wo ich hier stehen bleibe. Ja genau, du kannst das untersuchen. Das heißt, ab hier fängst du an, irgendwie Sachen zu untersuchen. Ich vermute mal, dass sie eher irgendwo hier oben sind. Ja, alle hier unten wäre merkwürdig, oder? Ich weiß noch nicht. Ah, du hast es gefunden. Ihn. Sehr schön. Ein verlassener Feuerplatz. Oh. Flint und Steel. Wolltest du? Nee, ich nehme mir die Wurzel mit. Davon hast du ja schon welche gesammelt. Dann kannst du den. Was? Tana geht ihm an die Nüsse? Nein. Aus. Na, also wirklich. Was ist das denn? Flint und Steel. Dieses Item for lighting a fire. Ach so. Zunder ist das hier. Mhm. Wolltest du? Ach komm, wir nehmen das Feuerzeug mal mit. Tasche wird immer voller. Kann ich nicht etwas essen, damit mein. Guck mal bitte oben. Oben rechts hast du Conditions. Das ist je nachdem, wie es dir geht. Ob du hungrig bist, durstig bist. Weil ich bin überladen und verletzt Level 1. Ich guck gerade, ob ich mit dem Essen mein Leben regenerieren kann. Das sieht nicht so aus, dass sich der Ball bewegt. Nee, bei mir auch nicht. Müsste vielleicht demnächst mal craften, wa? Ja, vielleicht ist irgendwas. Was ist das hier? Wahrscheinlich, hätten wir Bandage mitnehmen sollen. Es gibt sogar Romanzen. Ja, habe ich auch gesehen. dieses Game ist völlig kosten... Achso, das kann ich auch hier sagen. Für alle die, die das interessant finden, ich meine, es ist ein... Im Moment sieht es noch nicht nach viel aus, aber man kann viel entdecken. Ihr seht, man kann schon zu zweit rumlaufen, was ich schon ganz cool finde, und der Kampf war gerade ganz cool. Und es ist halt, ich weiß nicht, ob ihr Spiele kennt wie Baldur's Gate oder sowas. Ihr seht, das Kampfsystem ist so ein bisschen aufgebaut. Es ist halt ein altes RPG an dieser Stelle. Und halt ein... Wie spät ist denn das? Entdecken in-game? Ja. Wir haben noch 4 Stunden bis zur Attacke. Also das ist ja in-game-Zeit, also Echtzeit. Wir haben 4 Stunden. Also wollen wir hier eine hochgehen? Wir können auch wieder eine hochgehen, ja. Das sind Tiere. Fleisch! Oh, geil. Zack. Fleisch! Oh ja, Hunting Ground, schön. Ich habe keine Waffen. Aber ich habe mein Messer. Ja, ich habe ja das Messer. Nice. Ja, dann gehe ich da hinten zum Camp mal gucken. Ich habe einen Hasen gejagt. Easy going. Wow. Heika, dankeschön für den Host, ihr Verrückten. Naja, was heißt verrückt? Busfahren und bei Dark Souls sterben. Nochmal, das Spiel ist völlig kostenlos. Ist im Moment leider nur auf Englisch. Okay, ja, passiert. Aber macht. Ist okay. Wo hast du eigentlich gesehen, dass hier noch Plätze sind zum Entdecken? Wenn du. Achso, hier steht das, glaube ich, gar nicht, ne? Also erstens, du merkst, wenn du jetzt rumläufst, hast du nicht mehr dieses Symbol zum Entdecken, merkst du das? Ah. Das ist nicht mehr da. Aber du kannst auf der anderen Karte gucken und wenn du mit der Maus über irgendeines dieser Hexagonfelder gehst, steht da Points of Interest. Und entweder gibt es die schon oder nicht. Ah, okay.
Hier ist schon einiges entdeckt worden, wie ich sehe. Ja gut, um das Dorf rum ist man ja auch schnell, aber umso weiter weg man kommt, high risk, high reward, denke ich mal. Weit weggehen. Also wenn ich hier, hier ist noch ein bisschen was. Danke, Heike, nochmal für den Haus. Uns geht's gut. Ich hoffe, du hattest viel Spaß noch mit dem Bus-Simulator. Danke für den Hallo an alle Wölfe, die da sind. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen hier Grimwood. Ein interessantes Spiel mit vielen interessanten Mechaniken. Das ist genau mein Ding, weil das ist so, dass es schnibbelig und hampelig ist. Bandagen bräuchte ich langsam auch. Weil das unser Leben, ich kann ja nochmal hier oben. Unser Leben verringert sich aber nicht. Also wir haben jetzt keine offene Wunde oder so, denke ich zumindest. Da waren wir schon. Da kommen wir her, auch von oben. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, weiter runter zu gehen. Vielleicht einen. Obwohl, nee, wir können ja mal einen schief laufen. Ja, einen schief, also wir rennen so mehr an der, Das ist unser Camp hier. Nee, das ist zum Glück nicht unser. Unser ist oben rechts. Das stimmt. Ist hier unten noch was? Tja. Jagen. Oh, wieder jagen. Das ist gut. Und Items. Ich gehe mal bei Items gucken. Holz. Take all. You can't take. Ich bin überladen. Echt? Holz ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so wild. In der Mitte bei Items gibt's Holz. Eine Waffe wäre mal ganz schön. Oder? Ich bin hungrig. Ich bin hungrig und durstig. Überladen und verletzt, zu viel Nüsse gespielt. Nein. Das sind welche hier, ne? Bei mir. Mm. Alter, Jungs. So, ich glaube, ich bin immer noch durstig. Ich habe ja nichts zu trinken dabei, ich Vollidiot. Ja, vielleicht sollten wir uns wirklich mal erstmal die Stadt machen. Ja, ich bin auch völlig überladen, sagt er mir jetzt. Also. Hier ist Lukas. Hey, Zicky, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen in der Pyramide. Wo geht's denn zur Stadt? Ich auch, Lukas ist hier. Kann ich schreiben? Ja. Ach, ich hab hier einen Chat. Chat, ja. Greetings! This village is doomed. Go next. Ja, es ist halt Tag 5. Es wird halt nicht einfacher, aber es macht doch nichts. Ist doch auch egal, ob das gedoomt ist oder nicht. Wo geht's denn zu unserer Stadt? Nach oben, Norden. Stimmt, da sind die anderen. Jo. So, Rockshop. Ich würde ganz gerne. Achso, ich muss mal eben an den Brunnen. Ich habe unbedingt Durst. Da kann man das umsonst trinken. An den Brunnen? Ja, genau. Oben bei Conditions. Okay. Ich bin immer noch verletzt. Ich muss wahrscheinlich schlafen. Okay. Ja, ich versuche gerade hier. Natürlich jage ich hier schon mit dem Messer. Was ist los? Wie ich Bandagen herstellen kann. Da. Ah ja, gute Frage. Bandagen. Ich brauche Stoff. Ja, und das. Woraus kriege ich Stoff? Oh Gott. Ah, von Mike Closest Tents. Ja, das wird nichts. Ich könnte Zelte kaputt machen, aber. Ich weiß nicht, ob man auch pennen kann. Du hast ein Schlafensymbol rechts an deinem Kopf. Vielleicht heilst du dich damit wieder auf. Minztee. Weiß ich nicht. Oh, ich kann Essen machen. Ich kann auch gucken, ob ich Healing-Tee. Ich kann sogar eine ganze Menge Essen machen. Durch das Feuerholz und durch das Fleisch, das wir gesammelt haben. Nice. Nice, Allah, nice, nice. Ich habe zu wenig Feuerzeug da geholt. Storage. Haben wir in der Stadthalle vielleicht irgendwo was? Aber ich muss sagen. Guck mal, diese Wasserskins, Waterskins drin. Damit man unterwegs auch Wasser haben kann, ne? Das ist gar nicht schlecht. Ja. Oh, guck mal, hier sind Waschen und Werkzeuge drin. Hey, Matt, Foxy, schön dich zu sehen. Hier hat schon eine die Stadthalle. Jetzt trauen sie sich zu schreiben. Na, ihr Verrückten. Schnaps und Stoff. Wie viel kann man das denn spielen? Ich glaube, da passen 20 bis 30 Leute auf einen Server. 30 passen auf einen Server, ja. Ja. Das ist nach oben Beta aktuell. Und nochmal völlig kostenlos. Genau, und kostenlos. Ne? Das ist von den gleichen Machern, die auch Binding of Isaac. Genau. Head-Up Games, also auch hier Limbo, dann, was habe ich geschrieben? Wie heißt das eine Spiel? Auch dieses Adventure Click and Point. Habe ich jetzt was fallen lassen? Guck mal. Ey, es gibt. Gegeneinander und miteinander. Foxy, das kannst du machen, wie du magst, mehr oder weniger. Du kannst gegen das Dorf arbeiten oder mit dem Dorf arbeiten. Gibt es Pfeile? Oh, eine Pike wäre auch geil, oder? Das wäre auch cool, ja. Also ich finde die Axt ganz gut und das Messer ganz gut. Ich weiß nicht genau, weil man ja so schnell überladen ist, weiß ich nicht genau, was ich. Ich weiß ja nicht genau,
Oh mein Gott. Ich weiß, warum ich überladen bin. Das Holz ist der Shit vom Gewicht her. Ja. Ich denke, es wird sich an dem Spiel noch eine ganze Menge ändern, weil man wird wahrscheinlich so Punkte bekommen fürs Dorf oder so, damit man, wenn man was zum Dorf beigetragen hat oder halt nicht. Ich packe jetzt gerade auch einiges von meinen Sachen in In die Haustruhe oder den von Dorf. denen ins Dorf, ja. Ich packe in. Nö, ich habe mir jetzt einen Bogen genommen. Ich weiß nur nicht, if you have arrows, of course. Aber wir haben gar keine. Wie mache ich denn. Ja, ich denke mal, ohne Arrows ist ein Bogen auch sinnfrei. Naja. Aber die Pike könnte man sich vielleicht mal mitnehmen, wa? 2 von 4? Überraschungstest. Ich fange morgen um 20 Uhr an mit dem Projekt. So, Roots, Kartoffeln, Man könnte Säge sich habe ich eine Angel genug. bauen, auch interessant. Könnte ich sogar. Weapons. Ja, habe ich eine. Tools, Foot, Du hast eine Angel, Messer. echt? Nee, ich habe keine Ahnung. Ach so. Oh, da ist Stoff. Da ist Stoff, oder? Wo bist denn du hin? Ist Stoff. Ach, du bist im Ja, Storage oder wie? ich bin Ach gerade am da. gucken. Jo. Da gibt's Minztee. aber auch Bandagen, falls du einfach nur eine Bandage rausnehmen willst, hast du gesehen, ne? Ich suche gerade, wo war denn die. Ne, das ist ein Bedroll hier oben. Frage für einen Freund. Kannst alles gegeneinander spielen, Matt. Und alles Sind miteinander. das. Ah, sicher sind das Bandagen. Ich will nicht alle. Halka, wir sollten nochmal darüber reden. Doch, man Das hört nimmt gerade alle Tana was, nicht. ne? Wir sollten eventuell drüber reden. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn du das Ah. zusiehst. Ich vertraue dir, dass du selbst siehst, Will nicht bis zu welchem alle. Punkt du selber gekommen bist. Und das Ich Stück wollte kannst ich du die ruhig gucken dann. rüberpacken und Das ist ja dann eh benutze. schon bei dir passiert. So, 3 packe ich wieder rein. Erstmal Weil das mit ganze Ding einer. plündern. Ey, ich habe dafür auch Holz und alles Das ist reingepackt. Das korrekt. ist Ich ja nehme gar auch nicht. nehm auch mal eine Bandage, glaube ich. Einfach Es aus. gibt aktuell nur ein Serverbed. Nee, das stimmt nicht. Bei mir war gerade nur Ich eine habe angezeigt. gestern hat Sayo das auch probiert, weil die davon sehr angetan ist, gerade von dem Grafikstil. Es gibt tatsächlich. Also gestern gab es noch einen zweiten Server. Man kann sich wohl tatsächlich Privatserver erstellen in irgendeiner Form. Aktuell soll es aber noch gar keine geben. Aber es kann sein, dass du eine neue Stadt erwischt. Wenn eine Stadt zerstört ist, muss eine neue her. Das stimmt. Das ist wie, sie hat dann halt wahrscheinlich einen jungfräulichen Server erwischt. Oh. Ach so. So, jetzt gucken wir mal eben, gibt es hier noch irgendwas zum Ich trinke noch Heilen? mal Wasser. Also ich konnte die Bandage benutzen. Ja, habe ich Und auch ich bin jetzt benutzt. relativ gut wieder dabei. Also ich weiß noch nicht, ob wir gleich noch mal los wollen. Dankeschön für den Loot. Commander Root, Dankeschön für dein Follow. Ach, Ich weiß nicht, Lale, sollten wir nicht danke schön lieber für gucken, dass deinen wir vielleicht kommen Willkommen in wollen? der Reihe der treuen Grabwächter. Finde ich Hier natürlich. sind nur noch 1, 2, 4 Leute online. Alle anderen sind tot oder offline. Tot oder offline? Das hört man auch gerne. Ich denke mal, der Server ist auch ziemlich tot. Ich meine, ich weiß nicht genau. Nee, da will ich doch nicht rein. Hier, Schauen. da. Schauen. Die nächste Monsterstärke. Hier sieht man das. Wenn du auf den Turm klickst, siehst du, was passiert als nächstes. Der Ja. nächste Angriff der Monster wird 117 bis 141 Stärke haben. Wir haben eine Verteidigungskraft von 105. Ja, das heißt, wir. Aber die werden. Kommen die heute Nacht? Geier, die kommen jede Nacht. Oh, das steigt gerade. Ja, weil Jetzt haben wir eine ich von du, 119, du kannst das 131. du kannst das aus booten, das ist Scout, also kannst das, und wenn du scoutest, dann weißt du mehr über die Stärke des Gegners Bescheid. Gott. Aber Ja. das kann man nur einmal am Tag machen. Ich weiß nicht, ob das sich lohnt, dass du das auch nochmal machst. Ich guck gerade, ob Aber es ist ich cool, dass die. sich das direkt weiterverfolgt. Du bist verrückt. Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwas Oh. fertig zu machen? Lale, irgendwann Enhanced müsste Staff sich is auch. constructing more Ich glaube, resources. ich muss mal bei Wir dir brauchen mehr gucken. Da müsste Ressourcen. irgendwann auch mal wieder Können wir das Mindroll kommen. Tor Hoffe ich irgendwie zumindest. Dankeschön. Super gut. auf 5? Nein, geht nicht. Ist Wir zu werden bald viel. Twitch-Partner, wenn ihr so weitermacht. Power Ja, ist auf 3. Wir haben nicht genug nee, ich glaube, wir sind Ressourcen. ziemlich im Arsch. Wir können das nicht mehr retten. Aber ich mach mal Folgendes. Ich setze mal 100 meiner Punkte ins Bauen für das nächste Stadttor. Das ist jetzt kein Witz, weil ich habe so einen Stamina-Supertank dabei. Ich soll dich übrigens grüßen von der Lale. Hallo Laura, hört meine So. Stimme.
sowas bei euch dann? Wenn du. Guck mal den Friedhof hinten an. Ich kriege Angst. Ja. Heika! Dankeschön so. Für dein Zopf. So, überlegen. Mich ich hab schon wieder Hunger. Willkommen im Clan. Ich weiß nicht, was ich für ein Typ bin. Aber mein Charakter hat alle 5 Minuten Hunger, Alter. Ich meine, das läuft auf Echtzeit. Hallo? Ja, das läuft auf Echtzeit, das stimmt. Dann werden wir die Attacke gar nicht mitkriegen oder können wir vorspulen? Nee, wir können nicht vorspulen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, das ist bei mir auch fast so. Ich habe auch alle 5 Minuten Hunger, von daher. Das ist doch genau mein Typ. Achso, ich brauche ja gar nicht pennen. Im Tor, ne? Hab ich schon sogar. Mädels, ihr seid doch Layel, danke für dein Sub. Ihr macht euch noch arm, Leute. Mädels, übertreibt doch nicht so. Aber schön, dass ihr da seid. Hi. Pixel, moin. So, machst du jetzt die Punkte da rein? Ich hab nur noch 41. Achso, ich hab doch schon. Das ist doch schon einmal verbessert worden, das Tor. Echt? Das ist jetzt auf Stufe 4, genau. Ah, okay, weil ich könnte. Weil wir können gerade nirgendwo sonst. Also, ich kann normalerweise nirgendwo sonst rein investieren. Ich könnte hier bei Mode. Das ist, glaube ich, ein Dings. Also, der Burggraben sozusagen. Ja, da könnte ich auch reinbringen, aber das braucht 21 Punkte, hast du jetzt da reingeschmissen, yo. Ja, ich habe jetzt 21. Das ist aber krass, dass er sofort registriert, dass du das gemacht hast. Das ist ja keine Ladezeit dazwischen. Das ist ja krass. Ah. Wow, also das ist klappt Tanja. Ja mega. Oh, süße. Nee, danke. Also ihr merkt, es ist ein merkwürdiges Spiel. Ja, wir sind, ja. Hier sieht man übrigens, das ist unser schwarzes Brett am Dorf, das ist oben links die Feder. Ja. Die Leute wollen wirklich miteinander reden und die wollen wirklich versuchen, miteinander zu helfen und gucken, was brauchen wir nicht, dies, das, keine Ahnung. Aber hier steht noch was. Wir brauchen einen Craftsman. I think it would be wise to upgrade the gate. Click at the up and down arrows on the lower. It's in lower. Oder soll das Tower heißen? Das Gate haben wir ja gemacht, ne? Ja, genau. Das Gate ist doch ab. Hast du das nicht gerade gedings? Mark this topic as important and make it more popular. Vielleicht? Ja, ich sing natürlich. Mal was. Ich sing mal was für uns. Ich bin jetzt mal Raiden. Alles klar, Pilgor, wir sehen uns nachher, ne? Zu einer hübschen Raiden. Runde Overwatchen. Wo geht's denn hin? Wollen wir nochmal raus? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, ich bin so plus minus. Guck mal, Bad ist auch auf dem Server. Echt? Ja, also wir haben jetzt noch über 3 Stunden. Ich bin schon wieder hungrig! Ja, dann geh doch mal ins Lager und hol dir was Gutes zu essen daraus. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich etwas Starkes trinke oder etwas Ekeliges esse, werde ich mich sofort übergeben. Ich habe okay, ja Essen dabei. Hier ist Roasted Meat. Genau, das habe ich auch. Das esse ich auch immer fleißig. Na, Pilze. Du solltest, wenn du so viel Hunger hast, vielleicht einen Wasserbeutel mitnehmen. Apropos, eine Angel und ein Fischernetz. Soll ich mal eine Angel mitnehmen? Ja, versuchen wir das mal. Ich habe den Trade viel fast erwischt. Komischerweise kenne ich meinen Trade gar nicht. Doch, was habe ich denn? Ich bin fokussiert, ich bin rational und ich bin schwach. Fuck. Du bist schwach. Oh, meine Tasche ist schon wieder voll. Das gibt's ja nicht. So, dann lass mal rausgehen. Ach so, jetzt sind wir doch wieder raus. Ich hatte gerade überlegt, wo wir hin wollen. Mehr in den Norden. Ach doch, hier. Wenn wir 2 in den Norden gehen, da können wir sogar noch was entdecken. 2 in den... Jo. Dann lass mal raus. Warum hab ich schwach als Trade? Gute Frage. Yes. Ich bin so ein starker Typ. Alle. Nein, ich lauf weg. Ja, du läufst weg. Ich scoute mal. Guck mal, ob irgendwas... Es gibt kein Monster in der Nähe. Essen, trinken, Waffen gefunden. Will er was? Ach stimmt, jetzt noch nichts. Oh. Da ist es. Bam. First try, meine Freunde. Ein Heiltee. Den nehme ich mit. Für dich, Tana, gibt es ein Wasser. Ein Wasserfläschchen. Cool. Wow. Wie viel ist denn da drin? Wahrscheinlich einmal trinken und leer.
So, und wo gibt's. Ich glaube, ich muss mal gucken. Um uns rum ist erstmal soweit. Bett! Oh mein Gott, ein Bett! Guck mal! Yo! Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt machen wir die Monster richtig kaputt! Hoffe ich. Da ist nichts mehr für dich drin. Du brauchst gar nicht mit dem Camp gucken. Waren wir schon dran. Die Gears. Hab Essen und Trinken und Waffen hat er gefunden. Oh, ich glaube, hier kommt eine Echse, oder? Nee. Ich habe keinen Gegner gefunden. Aber hier ist Unknown? Hier ist, glaube ich, irgendwas. Ich habe einen Vogel gefangen. Mit meinem Messer. Okay. Wow. Wie habe ich das gemacht? Search for food. Messer nach oben geworfen. Ich habe Wurzeln gefunden. So, lass mal weiter nach Norden. Komm, Bett, wir haben noch über 3 Stunden. Wir haben Zeit. Kräuter, nope. Movement, Snee. Oh, das wird aber teuer jetzt hier. Kann ich da überhaupt rein? Nein! Hast du nicht noch diese komische Stamina-Flasche? Dann kannst du die saufen und dann bist du das los. Kannst du die saufen, haut da rein. Wow, ich will da gar nicht lang. Ich will da nicht lang, ich will nur meine Conditions prüfen. Bin ich schon wieder hungrig? Ich bin durstig. Und überladen. Aber ich hab nichts zu trinken mit. Warte mal, travel? Kann ich jetzt traveln? Ja, jetzt kann ich travel. Was ist das hier? Der Vogel war schon tot. Ach, deswegen habe ich den gejagt. Nice. Verdammt. Oben ist noch was zum Untersuchen und zum Gucken. Wie viele Punkte? Einer ist noch. Oh, es gibt Wasser. Echt? Oh, nice. Das ist genau das, was ich brauche. Du kannst, glaube ich, hier... Foxy, willkommen zurück in der Reihe der treuen Grabwächter. Vielen, 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 vielen Dank. Wow. Foxy, dankeschön. Matt haben wir schon, deswegen ist Foxy besser. Dankeschön. Oh, ich habe 222 Punkte. Was habe ich denn gemacht? Du hast diesen komischen Trank getrunken. Ach, die Stamina. Komm, hier ist der Punkt. Nein. Oh. Ich finde das ganz cool, denke ich, dass man die Karte absuchen kann. Hier aber. Wer nicht findet, liebt seine Mama nicht. Auf geht's. Oh. Wer nicht findet, liebt seine Mama nicht. Ey, was spielt ihr hier? Gar kein Druck hier, Mann. Nee, gar kein Druck. Wenn ich das meiner Mama erzähle. Ich weiß, was sie dir dann erzählt. Würde wahrscheinlich sagen, nicht so. Ja, du hast es nicht gefunden, was soll das? Kann nicht sein, dass wir das nicht finden. Nein, ich will nicht in die nächste Area. Ich wollte hier entdecken. Sag mal, gibt's doch nicht. Wo ist das Ding? Hier sind noch deine Herzen. Nicht vergessen, nicht rumliegen lassen. Sagt Billy immer. Wo ist denn bitte? Das wirst du wieder verlieren. Das stimmt gar nicht. Ich liebe meine Mama über alles. Sag mal. So viel... Aha! Bäume. Anja, hi. Meine Axt hat Schaden erlitten und ich bin weißes Holz, okay? Du bist weißes Holz. Ich bin wie weißes Holz. Oben gibt's noch einen Punkt of Interest. Ich hoffe keine Monster. Aber ich. Ja, hier ist einer, ja. Oha. Oha. Jetzt lass uns prügeln. Bettpalerize, komm schon. Auf geht's. Ja, okay, es sind 3. Was sollen wir machen? Wir sind 3 Leute. Hat jemand die Final Fantasy Musik? Welchen greifen wir an? Welchen fokussieren wir denn? Also ich habe jetzt den ganz rechten. Ganz recht. Ah ja, stimmt, der ist schon halb tot. Attack. Zack, weg mit dem. Sehr gut. Genau, jetzt in der Mitte. Jo. Fuck. Vorsicht, ich habe eine Pike, die macht ordentlich Zunder. Ach ja, stimmt, du hast die Pike. Ich überlege mal, ob ich mit der Axt angreife. Das ist bestimmt auch cool. Ja. Wir haben leider keine... Alter, guck mal. Und ja. Zack. Wir haben leider keine... Victory. So, jetzt Punkt finden. Jo, jetzt wieder hier rumlaufen. Wir haben leider keine Pfeile, nix. Wir müssten mal irgendwie gucken, dass wir mal... Ja, so ein bisschen auf Fernkampf kommen oder so, damit wir nicht... Aha! Ja, hab gefunden! Schon wieder Wälder, das habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich hab keinen Platz mehr. Hat einer Platz für Holz? Ich hab Platz für Holz, ja. Soll ich mitnehmen? Ja, bitte. Chop, chop. Na, Bad? Macht Spaß? Wir können weiter nach oben gehen, da gibt es dann 4 Points of Interest, aber ich scoute eben die Area, um zu gucken, ob wir Gegner haben, dann müsst ihr das nicht machen. Es sind wieder 3 Gnome oben. Jawoll, komm, lass! Aber du hast wenig Leben, Tana, dein Leben. Ich habe über die Hälfte. Außerdem habe ich noch eine Bandage in der Tasche. Ich bin schon wieder hungrig, ich kann nicht kämpfen, wenn ich hungrig bin. Achso, stimmt, ich habe auch noch was zum Heilen, warte mal. Ich habe noch Heiltee, ja, der bringt.
der bringt. Bälle schon im Kampf. Oh, nee, ich wollte schon sagen, Bälle schon im Kampf. Nein. Ich will dich nicht verlieren. Ich so, sag ja, das wird mega Bock machen, so Community-mäßig, oder nicht? Auf jeden Fall. Ganz links zuerst, oder was? Dann, so, ganz rechts habe ich zuerst. Vorsicht dein Leben, Tana. Wenn du weglaufen willst, ist es keine Schande, über zu überleben. Ja, ich lauf da mal. Wir laufen nämlich alle dann weg. Nee, nee. Wir haben uns nur neu... Wow, 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 wow. Na, bist du auch geflüchtet? Nein. Ich habe auch gar kein Leben mehr. Ich habe... Was habe ich denn da... Lebe ich noch? Wie sieht's denn bei Bad aus? Kann ich leider jetzt... Bad hast du auch wenig Leben, oder? Lass uns einmal in die City. Lass uns einmal... Ich möchte das nicht trinken. Ja, lass uns mal besser in die City gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo musst du einfach mal gerade raus? Einfach, runter, ne? Einfach nach unten, ja. Ich trinke ja nochmal was an dem Brunnen. Schön ist, dass das nichts kostet. Exzellentes Wasser. Hey, wie komme ich denn jetzt nach unten, nach da? Zwischen den Zeilen. Ich finde es auch heftig, dass der Rückweg auch Punkte kostet. Ja, alles Punkte. Ja. Das heißt, du musst alles genau planen, was du mitnehmen willst. Aber wenn man zu mehreren ist... Muss ja nicht jeder Holz sammeln oder so. Nö. Cool, dass du mit dabei bist, Pat. Entschuldigung, das habe ich, glaube ich, gerade nicht so richtig anklingen lassen. Feige Schweine, ein Leber noch, der ist fast tot. Ja, ja, ja. Ich auch. Mein Chat ist Zeuge. Halbes Herz. Ja. Oh Gott. Weniger als ein halbes. Oh, ich meditiere mal ein bisschen. Ja, links an der Karte kann man halt drei Dinge machen. Entweder man kann Romance. Soll ich nicht mal romancen? Confirm. Ich romance dich mal. Ne? Gucken, was passiert. Was ist denn meditieren? Meditieren ist, du kriegst Leben und Punkte schneller. Ah. Oh, meine Sanity geht's mir nicht so gut. Ich bin alarmiert. Ich fange an, mir Sorgen zu machen über die vergangenen und auch die zukünftigen Events. Aber ich halte immer noch durch. Okay. Also ich bin jetzt in der Stadt, ich plündere jetzt das Land. Ich hab dich mal ein bisschen geromanced, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht liebst du mich ja zurück eines Tages. Es steht bei mir nicht mehr, doch, steht er doch irgendwo da. Okay. Hast du da nur drauf gedrückt oder was? Ja genau, ich habe auf Romance und dann habe ich auf deinen Namen geklickt. Ich habe keine Meldung bekommen. Komisch, ne? Das ist unten links an der Karte, hast du das... Kannst du das mir gegenüber machen? Ich will mal wissen, was passiert. Das habe ich bei meinem ersten Mal auch gesagt. Ich will nur mal wissen, was passiert. Ich nehme mal ein bisschen Essen mit. Ich habe 9 Stück gebaut. Das ist alles meins, Leute. Ihr habt nichts. Das ist alles meins. Ich stecke fest, keine Ausdauer mehr. Oh. Kannst du ein Camp bauen? Sonst komme ich gleich, um dir ein Camp zu bauen. Ist das ein Heiltrank? Zack, ich schaufel. Erstmal ein paar Sachen rüberbringen. Was für Diggin, die no gute College-Zeit. Warte, Banner, du bist noch in Richtung Norden. Ich versuche alles mitzubringen. Ich versuche dir auch Wasser mitzubringen. Er schläft gerade. Okay. Warte mal, hier sind doch. Achso, es gibt Zelte für die Nacht, falls man es überlebt, steht dabei. Ja. Wie ist das denn? Kann man denn hier im Haus schlafen gehen? Nö. Nee, du kannst aber oben rechts an der Karte schlafen gehen. Dann kannst du halt eine Zeit lang nichts machen. Hey, okay, schön dich zu sehen. Aber so regenerierst du, ne? So regenerierst du halt. Auch natürlich Punkte und Ausdauer. Das mache ich auch mal eben. Das Leben, mhm. Weil ich will jetzt nicht den ganzen Vorrat da wegballern. Sollen wir Bad mit ins Discord nehmen? Na klar, gerne. Super, gerne. Entschuldigung, klar. Musst du in einen Raum gehen, Bad? Ich zieh dich dann. So, jetzt muss ich mal gucken. So. Und wie geht's denn da? Boah, ich schmelze hier, ne? Zwei Ventilatoren und ich schmelze. Ich habe auch einen Rücken, das reicht nicht. Boah, schrecklich. Nee, das ist nicht meiner. Ah, wir haben nicht genug Ressourcen, um Sachen weiterzubauen. I see now. I see. Ja, wir müssen Holz und alles sammeln, glaube ich. Ja, ja, Holz und Nägel und Werkzeug und all so ein Schachsinn. So langsam komme ich immer mehr klar. Bad Butter, der muss doch auch irgendwo drin sein. Ich vote den mal aus dem Dorf raus, pass auf. Outside of the village. Ich vertraue ihm. Oder auch nicht. So. Was? Hör ich da? Oh, wow. Hi, schön dich zu hören.
Ich pack gleich meinen Degen aus, Junge. Du musst jetzt mal wieder in die Stadt kommen, Junge. Mal Leben regenerieren, das ist beim Schlafen aber auch nicht so. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Wieso seid ihr jetzt geflohen? Da oben steht doch ein Hansel mit 20 HP vielleicht. Ich weiß nicht, hattest du... Ich hab den einen auch weggenutzt. Ah, okay. Ja, ich hatte so wenig Leben. Gefühlt habe ich gar kein Rot mehr in meinem Balken. Deswegen bin ich mal auf, habe ich mal auf Flüchten gedrückt. Ja, ich habe den einen noch mitgenommen und den anderen fast totgehauen. Da musste ich auch flüchten. Schade. Ja, aber du hast gesagt, du hast einen Degen genommen aus der Kiste. Nein, den habe ich gefunden. Degen und Speer habe ich gefunden. Du hast gefunden sogar. Ach, du hast beides. Da hättest du aber was abgeben können. Ich habe euch gesagt. Ich kann gar nicht. Oh mein. Was ist los? Ich habe ja jetzt auf Schlafen gedrückt, ne, um zu gucken, ob ich regenerieren kann. Ich komme da nicht mehr raus aus dem Modus. Also ich schlaf gerade auch und ich kann da jederzeit raus. Doch, du kannst da raus. Also theoretisch kannst du einfach auf die Area Map klicken, dann geht er da raus. Das geht auch. Du hast oben rechts so ein Z-Symbol. Wenn du da drauf drückst, schläfst du. Wenn du wieder drauf drückst, schläfst du nicht mehr. Nee, in der Stadt nicht. Bei mir bleibt es grün. Genau, bei mir bleibt es auch grün. Aber ich heile auch nicht wirklich. Also ich bin, also nochmal, mit vielen Leuten, die vielleicht an einer Idee arbeiten oder halt eben nicht an derselben Idee arbeiten, sich versuchen gegenseitig die Hölle heiß zu machen in dem Dorf, macht das bestimmt Bock. Also wirklich. Oder? Das gerade war schon eine coole Situation. Die Sachen entdecken ist ganz cool. Und sich auf die Nächte vorzubereiten auch. Obwohl, achso, das können wir erzählen. Tana hatte tatsächlich auch Kontakt zu, ein bisschen zu dem Development-Team, so wie ich das verstehe, oder zu jemandem, der da das Ganze handelt. Das ist erstens eine super Sache, weil Ansprechpartner sind toll. Ich habe das aber so verstanden, dass man tatsächlich für die Nacht aktiv da sein muss. Das stimmt nicht, oder? Weil du musst halt. Ich kann ja in meinem Haus auswählen, er verteidigt das und dann ist gut. Ja, ich muss halt. Es muss halt gesichert sein. Dann kannst du die Nacht auch ausloggen. Aber wenn das Dorf nicht gesichert ist, wird das wahrscheinlich keiner überleben. Ja, genau. Genau, das ist halt der. Der Haken. Der Haken. Mach langsam. Ich habe einen Punkt regeneriert. Danke. Yay. Ja, regeneriert sich die Ausdauer, aber nicht der Lebensbalken. Das ist ja krass. Hier gibt's auf dem Dorfbrett eine Tagesanalyse bei Day und dann traurigerweise Tage ohne Unfälle null. Mama ist gestorben, Davril ist gestorben heute. Man sieht genau, was heute gemacht wurde. Das ist ganz cool und wer draufgegangen ist. Und wer draufgegangen? Wir haben Feuer, wir haben, Es gibt auch keinen richtigen Wert für mein Leben. Das heißt, ich sehe nicht, okay, ich hätte nämlich noch 5 Punkte Leben oder so, sondern es ist wirklich sehr verschleiert. Ich weiß nur, mir geht's nicht gut. Ja, mir geht's auch nicht gut. Ich bin gerade. Aber ich guck mal, was passiert, wenn das Schlafen weg ist. Vielleicht ist es dann besser. Ich weiß nicht, Chats überall, wo wir gerade zu sehen sind. Wie gefällt euch das Spiel so an sich? Ist das interessant? Ich meine, es ist immer noch eine Open, weiß nicht, Alpha? Early Access zumindest. Auch Beta ist es. Und ich habe das Gefühl, da kommt bestimmt noch was an Events und anderen Dingen. Da. Und eventuell was? Kommt da andere Dank Musik. Danke für dein Hosting. Nee. Nee. Aber aus dem tiefsten Innern. Einmal durchgezogen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich romance dich jetzt nicht mehr, Charles Tana. Kane arrived from South Eves. Jo. Noch Leute hier im Lager? Nicht, ja, die versuchen sich immer noch hier dran zu setzen. Aber ich denke mal, das wird nichts. Wenn ich so sehe, wie stark die Monster sind. Die Verteidigung müsste höher sein. Ich wollte nur mal drauf ansprechen, du wolltest mir vielleicht ein Camp vorbeibringen. Ich stehe hier und schlafe im Stehen so lange noch, okay? Ah, okay. Was brauche ich denn für eine Halle? Okay. Wo schläfst du? Ach, du bist so weit oben noch. Oh. Ich komm. Ja, ich habe ja heroisch diesen einen Knoll noch platt gemacht, vor dem ihr geflüchtet seid. Wow. Wir kennen uns 5 Minuten und das hört sich an wie in einer Ehe. Hör auf, mir alles vorzuwerfen. Weicheier. Ja. Ich habe heroisch mit diesem Troll gekämpft und ihr haut einfach ab. Tut mir leid. Nein, ich kann leider. Konnte leider nicht craften. Campodes. Oh ja, ein Lager.
Ich kann auch mein Zelt nutzen. Aber ich weiß nicht, ob ich das selber nutzen kann oder ob. Ach guck mal, ich kann das Zelt dazustellen. So, jetzt habe ich den Zelt dahingestellt. Jetzt kannst du. Weiß ich nicht, was du machen kannst. Nein, kostet 3. Kann ich das? Muss noch warten. Genau, muss noch bei der Schlaf. Ja, um das Zelt wieder mitzunehmen, kostet es 3. Er sagt ja Pack Tent. Wir haben leider kein Flint. Sonst könnten wir noch ein Feuer machen. Vielleicht ist das eine gute Idee gewesen. Ich habe Holz, ich habe Mushrooms, ich habe Nüsse. Geil. Ich habe gebratenes Fleisch. Ja, du bist zumindest. Achso, ich habe dir auch Dings mitgebracht. Ich packe dir das mal hier in die Storage rein. Wasser habe ich dir mitgebracht. Entschuldigung. Wasser habe ich. Hast du sogar? Okay. Okay. Guck mal hier, du kannst dir mal eine Waffe aussuchen. Eine von den beiden. Danke dir. Ich nehme tatsächlich dann den halb kaputten Speer. Das geht schon. Hast du noch genug Essen und so? Ich habe das hier gefunden, lustigerweise. Ich weiß aber nicht, was das ist. Das ist Heilung. Nee, Minztee. Ich hatte irgendwas anderes. Ich hatte Heilungsminztee. Gerne. Ah, das ist. Ich hatte vorhin einen. Dass mir leicht übel ist, das habe ich jetzt immer noch. Da könnte man sowas gegen trinken, aber es geht, solange ich nichts Verdorbenes esse. Ja, solange da geht Nüsse, das. Yay! So. Jetzt sind wir natürlich mitten in der Wildnis, ne? Ja, das stimmt. Ich guck mal, ob ich irgendwas Interessantes finde. Ja, ich komme auch nochmal mit raus. Wo seid ihr hingelaufen? Wieder Norden? Zweimal Norden, dreimal Norden sogar. Wo seid ihr hingelaufen? hier könnte man angeln. Oh, könnte ich sogar mit dem Speer angeln. Easy going. Ja, geht auch. Ich hab Fisch gefunden. Speer, diesen Stab, den du immer reinhauen kannst. Wie bei Forrest Gump. Nicht mehr bei Forrest Gump, Entschuldigung. Wie bei Castaway. Geil. Ich bin was haltet ihr von dem Spiel? Das heißt, wenn ich jetzt hier penne, ist besser, weil Camp. Keine Ahnung. Ich stehe hier einfach und schlafe. Ich hab aber niedliche Zets über meinem Kopf. Wenn du jetzt nach Nordosten gehst, da ist der See, falls du angeln möchtest. Ich will nach Hause. Kannst du Feuer machen, Tanner? Oder hast du die Flint weggegeben? Ja. Geil! Yay! Das ist doch cool. Das ist cool, dass sich das bewegt und dass sich das verbessert, das Camp. Rennen wir jetzt alle eine Runde? Ja, Mann, lass uns doch miteinander schlafen. Was? Na! Tana, komm her! Aus! Bring die Jungs doch nicht auf solche Gedanken, Mensch. Irgendwie komisch, auch immer dieses komische Geräusch, wenn du was aufmachst oder schließt. Ja, aber das ist ja dieser typische Regel, ja, wenn du halt Geräte auf und zu machst. Ich meine die Sounds bei Kisten und so. Ich habe aber wirklich kleine Zs auf dem Kopf, ihr nicht. Ich habe auch nochmal auf das Schlafensymbol gedrückt. Achso, ich versuch mal dabei zu meditieren unten links. Vielleicht regeneriere ich dann ja wirklich irgendwas. Wer weiß das schon. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Ja, Storm mehr Heilung und Stamina. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht gerade erst geschlafen hätte, ne? Ja, freundschaftlicher Beischlaf. Füße aneinander, Genitalien voneinander weg. Am besten Kopf an Kopf schlafen. Also Meditation ist bei mir auch gerade an und das Schlafen aber auch noch. Genau, das habe ich auch. Ich hoffe, es passiert irgendwas. Was? Hab ich da Gruppenfummel gehört? Daphne, danke für dein Cheering. Hey, so kriegst du sie, hast du gesehen? Tana, so kriegst du sie. Also wir sind meditativ, tief entspannt zusammen beim Fummeln, was? Genau. Das ist Yoga-Grabbling, das ist was ganz Neues. Entspannt bis in die tiefsten Zonen. Warte mal, da müssen wir uns aber anders hinstellen. Doch. Ich bin bescheuert. Hä? 3 gewinnt, 4 gewinnt. Doch, jetzt stimmt's. Entschuldigung, Teufelsdreier, hallo? Bleiben Sie hier, junge Frau, bleiben Sie hier. Hallo, ich schlafe gerade, können wir nicht so viel laufen dabei? Wir meditieren, wir können alles. Geh weg! Wir sind natürlich jetzt wirklich mitten in der Wildnis. Ich hab auch noch 6 Bewegungspunkte. Also ich bin in die Wildnis gelaufen und hab mich erstmal schön verausgabt. Wir werden alle sterben. Ich hab 2 noch.
Ich habe 60. Wow. Ja, ich habe irgendwie 90 Punkte in den Ball reingesteckt, um ihn aufzuwerten. Wir werden alle sterben, außer Tana. Die hat noch 60 Punte. Toll. Ja, aber ich denke, nach Hause schaffen, weil sie ja. Ja, nach Hause auf jeden Fall. Das sind ja nur 20 Punkte nach unten, oder? Wenn du nicht schleichst und nicht scoutest. You can't sleep well, being so in each following day it's getting worse, you better calm down. Achso, guckt oben nach euren Conditions, nicht, dass ihr hungrig seid oder durstig oder so, ne? Ja, ich bin hungrig. Komm, ich bin Nachtesser. Obwohl, ich muss sagen, ich frage mich, wie groß die Karte, also ist das die ganze, ich denke mal, das ist die ganze Karte. Aber wenn sie bis zu den ganzen Ecken ist, boah. Übrigens, wenn ihr esst, könnt ihr auch Ausdauer recken. Chaos! Ich bin overfeeded. Ich kann nichts mehr essen. Kann ich noch was essen? Ich habe so viel gefuttert. Vielen, vielen Dank für deinen weiteren Support. Wow, dankeschön. Wir kommen weiter in der Reihe der silbernen Grabwächter. Stehen sie alle drei im Stream hier? Ja, oder nicht? Ich meine, das gehört halt dazu. Das ist halt, mehr oder weniger wussten wir, was auf uns zukommt. Das ist halt ein Spiel, das spielst du nicht durch, sozusagen. Und da kannst du wirklich nur reinschauen und mal zeigen, ist es cool, ist es nicht cool, gefällt euch das, gefällt uns das? Ja. Diabo, ich musste viel schlafen. Diabo, kann ich spielen, ich muss pennen. Scheiß Game. Chef, ich kann nicht zur Arbeit kommen, muss pennen. Ich denke mal, wir hätten auch ein bisschen mehr zeigen können, hätten wir eine neue Stadt bekommen. Ja, vielleicht, ja. Reißen wir die alte ab. Ja, die laut den dem Chat, wenn du da reinguckst. Wenn du unterbrochen hast, sollte man sich Chaos, so eine neue wenn du einen Monat nichts dazwischen hast, dann setzt er das zurück. Also du bist theoretisch schon länger Silber, ja. Das war um 17 Uhr. Aber deine, deine Kette wurde unterbrochen. Wenn du in der Stadt bist, auf die Stadthalle gehen, wie viele Leute tot sind. Alle. Ja, weißt du warum? Weil die so retarded waren wie geht's hier. Geht's ernsthaft? In die Stadt reingesteckt. Das Pennen bringt einen Punkt wieder. Ja. Okay. Schön, dass wir gesprochen haben, gell? Ja. Ach so, ich dachte, durch das Camp wird es wenigstens ein bisschen besser, aber... Nein. Nee, du kannst besser ich meine, essen. Ich meine, es ist, glaube ich, besser... Ich meine, wir haben ja gesehen, wie die Stadtverteidigung nicht optimal ist. Ich glaube, es ist besser hier draußen als da drin. Ich lebe jetzt einfach hier. Scheiß doch drauf. Wir stellen hier heroisch drei Zelte so auf, dass jeder den Rückenwand ansieht. Ja. Und dann nehmen wir Pfeile und Bogen und dann harren wir die ganze Nacht so aus. Und wenn da einen bewegt. Rücken an Rücken. Ich habe ja einen Speer dabei. Ich klemme ihn einfach vor mich so. Bitte ich mir so am Bauch und rechts und links zwei Degen. Links und rechts zwei Degen, dann fängst du dich einfach an zu drehen. See war oben, ne? Der See war oben, ja. Jetzt lässt uns Tana auch noch alleine. Nee, der See war... Warte mal, stopp! Nicht nach oben. Der See war nordöstlich. Nein, der See war oben. Aber hier kann ich meinen Beutel mal eben auffüllen. Ach so, okay. Ach so, den See meinst du ja, der war rechts. Wurde rechts rund, wenn ich zu euch komme, rechts? Wenn du jetzt, genau, jetzt, also der ist hier in diese Richtung. Da, wo in diese ich Richtung hinguck. Ist die Pond. Hallo, willst du da reingehen? Nee, ich kann ja nicht reingehen, ich darf ja nicht, ich darf mich ja nicht bewegen. Oh, hier ist noch nicht alles erkundet. Genau. Das wollte ich eigentlich machen, aber ich hab gemerkt, dass ich irgendwie erschöpft war. Ich hätte so eine Ausdauer-Potion mitnehmen sollen. Ich hätte das Dorf. Davon haben wir auch nicht mehr so viele, ne? Ich hätte im Dorf bleiben sollen, wie mir meine Mama das gesagt hat. Ich hätte Schreiner werden sollen. Scheiße. Aber ich wollte Abenteurer sein. Kindergartengärtner. Ja, aber ich wollte Abenteurer sein. Dumme Idee. Jetzt bereue ich es. Das Leben zieht an mir vorbei. Ja. Ich wollte Pfeife rauchen und saufen und Bier brauen den ganzen Tag. Bist halt nur Norbert. Um mich von Bilbo Beutlin beeindrucken lassen. Haselnüsse habe ich gefunden. Wow. Yay, jetzt können wir ja. Yay, mehr Nüsse. Wir haben Nüsse. Ich angel mal ein bisschen. Das ist das Wort des Tages. Nüsse, okay. Sowas nennt man Clubbing. Ich dachte, du hast letztes Mal Geburtstag gehabt. Die Zeiten sind vorbei, Tana. Oh, wir haben eine History. Day 4.
Failed to catch it. Ah, Mann. Movement kostet 12 Punkte. Das sind immer mehr. Ja. Angel kostet 5. Oh, das Gate wurde zerstört. Ist das schon aufgefallen? Hab ich gesehen, ja. Aber es wurde wieder repariert. Einsehen? Ja, aber wurde wieder repariert. Nein, ist immer noch destroyed. So, jetzt esse ich mal ein paar Nüsschen, damit die auch nach Hause kommen. Jo, hast recht. Gate Stufe 3. Resurrected. Man kann Leute wiederbeleben. Interessant. Kann ich hier kochen? Nein. Da kommt die gute Hausfrau, weil dadurch kann ich hier kochen. Wo sind meine Töpfe, Jungs? Was? Ah, nee, das muss ich, glaube ich, craften, ne? In der City. So, ich lass mal in die City. Rest or ja, eat. Rest or eat to recover City. Stamina. Also, das heißt, ich kann mehr fressen? Krieg ich dann wieder Stami? Ja. Ach so! Aber du musst aufpassen, wenn du wie ich overfeedet bist, kannst du nicht mehr essen. Schönes Leben noch im Wald! Pff. Allein! Okay. Kannst du mal kreuzweise so auf Stamina tragen. 250 Stamina, fuck this! Junge! Schade. Ich wollte auch einmal cool sein. Schönes Leben im Wald, ey. Komm dich gleich holen, Junge! Ich dachte, ich hab eine schöne Tasche. Oh, endlich wieder zu Hause. Nirgends ist es schöner als zu Hause. Wo sind meine roten Schuhe? Mehr, ich mach dich fertig. Ich bin zu Hause, du darfst nicht reinkommen. Das ist, Weg, schönes Leben im Wald. Komm her. Das ist mein Clubhaus, du darfst mein Clubhaus nicht betreten. Ich bin irgendwie verlaufen. Hallo? Ich bin ein echter Kamerad, das ist korrekt. Das ist korrekt. Jetzt geht's los, was? Der Herr der Ringe. Ja, komm, das war das Erste, was mir dazu einfiel. Ich bin immer noch mega. Also, irgendjemand muss sich jetzt mal opfern, damit ich Bandagen kriege. Also, so geht das ja nicht. Warum denkst du, dass wir da gleich Stoffe fallen lassen? Ja, ich meine, irgendwas müsst ihr ja anhaben. Naja, weißt du da. Ah, guck mal, hier kann man. Haben wir einmal Probleme und da will er uns gleich die Haut abziehen hier. Wo ist hier Stamia? Achso, ich hab die direkt benutzt, die Bandage. Das hat mir nicht viel geholfen. Wenn wir Firewood haben, können wir Tränke herstellen. Echt? Ja, rechts im Workshop. Wir haben zwei. Auch viel. Ich hab das schon probiert. Ich hab Feuerholz in meiner Kiste zu Hause, Grabwächter. Ich will zu viele Tränke brauen, jawoll. Firewood habe ich aber auch noch. Warum kann ich keine Tränke brauen? Du musst es in Storage vom Dings machen. Wo ist denn hier die Storage? Stimmt, ich muss es in Storage packen, ne? Ich darf nicht aus meinem Inventar rauscraften. Genau. Das ist ja scheiße. Das tut mir leid, das ist ein bisschen blöd. Weil so ist natürlich dann muss ich ja doch mit anderen teilen. Das ist ja scheiße. Also geh jetzt auf die Storage, geh dann auf die Workshop. Na, guck mal, welcher Trank hier Stamia wie herstellt. Die gute Eichhörnchenportion. Der Heiltee. Ach, guck mal, den kann ich machen. Ich glaube, den nehme ich mal. Stamina ist im Lager. Ich nehme auch gerade mal für unterwegs. Weil wir haben ja noch ein bisschen, 3 Stück. Wir haben ja noch ein bisschen, die irgendwelche anderen Leute für uns gebaut haben. Fuck off. Ey, ich habe mein Zeug schon auf die Bank gelegt, ja. Okay, ich habe auch wieder relativ volles Leben, weil ich einfach den ganzen Heiltee getrunken habe aus der ganzen Welt. Na. Müssen halt schauen, dass wir nicht alles nehmen. Ja, ich glaube, diese. Aber es ist, glaube ich, wie die gerade gesagt haben, das ist sehr. Komm, ess was. Brauch mehr Stamina. Wo kann ich denn Sachen reparieren? Auch im Workshop. Da kannst du links, gibt's einen anderen Reiter. Craft und Repair und Breakdown. Du kannst also Sachen noch reparieren. Genau. Tools are missing. Jo, die haben keine Zellen Iron mehr und Jerks. Fisch kann ich in die Stadt packen. Du hast gesagt, du nimmst eine Stamina Potion mit. Gibt's noch welche? Ja, da sind noch 15 Ach, krass. Oder so drin. Ja, da ist noch was. So, war das mit dem Gate? Aber ich muss erstmal meinen Magen wieder verbessern. Aber ich weiß nicht wie.
Hammer haben wir. Wir brauchen. Ich muss das gegen meinen kummrigen Magen machen. Ach da. Minztee. Raft. Minztee. Was ist der denn? Da sind verschiedene Sachen, musst du mal gucken. Ja, aber ich habe gerade Minztee gecraftet, aber der taucht in der Storage nicht auf. Das kann gut sein, dass der fehlgeschlagen ist. Wir brauchen 15 von den Dingen. Ach, ich habe gar nicht genug Ausdauer, um die zu craften. Ich super Freund. Hauptsache erstmal craften und Ausdauer. Ja. Okay, jetzt habe ich einen Minztee hergestellt, alles klar. Und jetzt muss ich den trinken. Und wenn ich den Minztee getrunken habe, dann nehme ich das Ausdauerelixier und dann bin ich gut. Dann kann ich wieder loslegen. Ich habe den Graben mal ein bisschen erhöht. Jetzt haben wir haben 103 von. Oh Gott. Eieieiei. Was war der Graben? Der Mode oder was? Ja. Achso, den habe ich voll auf 366 hochgebohrt. Da ich ja, das sind ja deine Grafiker, hi, ich bin mal eben kurz für euch da. Wie gefällt euch das Spiel? Ich ist es okay? Stamina-Punkte reingeballert. Wie kriegen wir unseren Magen wieder vernünftig? Das ist nicht gut. Meine ist auf 366, oder nicht? Work Progress 366 von 1500. Bist du in einer anderen Stadt wie wir? Ja, ist das so? Bin ich satt? Ja, du bist satt. Nee. Ich bin immer noch overfeedet. So. Ja. Ich muss es irgendwie noch schaffen, dass mein Magen wieder vernünftig läuft, aber der will nicht. Wohin soll er denn bitte laufen? Am besten wieder so, dass er wieder Tränke einnimmt. Grüß Gott, mein Magen läuft nicht mehr richtig. Geh mal an den Storage, ich hab grad einen Minztee gemacht. Ich kann doch nicht noch einen Minztee saufen, ich trinke davon 20 Stück, ich trinke die ganze Zeit schon einen Minztee. Der hat schon einen Minzbauch. Ja, ich riech schon nach Minze. Ja, warum ist denn dein Magen am... Das ist wichtig. Weil er zu viel Minztee saugt. Neun... Weil es gibt ja verschiedene Magentees. Ja, also, hier ist es, ich habe einen nervösen Magen. Und wenn ich etwas trinke oder wenn ich starke Tränke nehme oder esse etwas Ekelhaftes, dann werde ich sofort anfangen zu kotzen. Steht da. Wie kann ich mich eigentlich heilen? My house. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt keine. Also, das ist blöd, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Das ist wirklich ein Problem. Hi, du. Warst du weg? Wie, du warst weg? Meine Frau hat mich verlassen. Die war weg. Die war weg? Oh. Ich kann mein Haus upgraden. Was? Wie kann ich mich denn eigentlich heilen? Mal doof gefragt. Was? Bandagen. Nur mit Bandagen und Heiltränken. Ja. Wie, ich kann nicht schlafen? Nee, also es soll wohl auch heilen, aber wahrscheinlich wenn du ausloggst oder so, bist du dann wieder voll geheilt. Aber jetzt für eine kurze Lösung reicht Schlafen nicht. Gibt keine Bandagen mehr. Nee, wir brauchen Stoff. Brauchst du gerade welche? Ich muss mal Stofffarmen gehen. Den guten Stoff? Den baue ich in deinem Haus an. Ich habe mir jetzt gerade mal ein Heildings gebaut. Ist ja cool, dass man auch sein eigenes Haus verbessern kann, wa? Gott, wir regenerieren ja überhaupt kein Leben hier. Wo kann ich denn mein Haus? Lass uns doch mal runtergehen. Da sind noch, glaub ich, wenig Monster, aber vielleicht gibt's denn wieder Stoff. Ich kann nicht, ich hab keine Ausdauer. Ich würde so gerne mitgehen. Pussy. Oh, das habe ich jetzt auch getroffen. Mein Charakter möchte das nicht trinken. Mein Charakter ist wirklich eine Pussy. Trink das einfach, egal ob du kotzt oder nicht. Hauptsache. Schluck! Ja! Ist doch mal aber die Wahrheit. Den Stamina-Trank nimmt er nicht, ne? Mm. Ja, dann schlafe ich wieder im Stehen. Ah. Ja, gut, ich kann ja noch essen. Ich bin ja noch nicht overfeedet oder so. Ja, nein, du nicht, Essen. Aber ich. Ich guck mal eben, was wir sonst noch jetzt herstellen können. Ich könnte noch einen. Ich bin well fed. Ah, das warme Gefühl in deinem Bauch. Du fühlst dich gut.
Ich brauche unbedingt Firewood im Storage, damit ich mehr Tränke machen kann. Himmel, ihr habt ja mehr Probleme als ein pubertierender Teenie. Ja, ich sag dir das so. Ja. Wir brauchen Wurzeln für die Haarkur und allen Scheiß, ey. Ich bin zu fett. Wir haben rohe Kartoffeln. Es gibt so, sogar einen Chat. Kann ich Firewood draus machen? Und... Ich nehme mal 5 Kartoffeln mit Grabwicht, der merkt sowieso keinen. Ich mach mal eine Healing Potion für jemanden, wenn einer von euch wenig Leben hat. Oh ja, hier, ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten, wa? Wo ist denn der Healing Potion? Ich habe nur 3, ich habe auch keine Ausdauer. Ich versuch's mal mit Essen. Habe ich noch ein paar Nüsse? Also Ausdauer erholst du über Essen Etching und über Ausdauertränke, genau. Okay. Oder Schlafen, ja, aber Schlaf ist halt nur, wenn du halt... Ich sag jetzt mal, ausloggen willst du heute. Okay. Stamina-Drink? Kann ich mir den reinhauen? Nein, mach den Fisch. Ihr wolltet nach Süden gehen? Ja. Der soll da hinterher. Ich komm. Mein Magen geht schon scheiße, der will nicht mehr. Vielleicht ein bisschen Wasser? Ja, Wasser habe ich auch versucht, aber der, auf Wasser hat der gar keinen Bock. Also ich stehe im Schlafen beim Laufen. Was? Das muss ja eine tolle Reise sein. Was? Your heal is low and it affects your sanity as well. Find your heals. The worse your heal gets, the more. Ja, ja, das hatten wir schon. Ja, gut, dann gehen wir doch mal schlafen. Und spazieren im Schlafen in den Süden, wa? Atemlos durch die Nacht. Aber du kommst nicht aus der Map raus. Doch, du musst zwischen Stadt und. Ja, ich hab nicht genug Ausdauer. Ach, du auch nicht? Nein. Oh. Immer die sollten keine Ausdauer haben. Haben wir hier irgendwo ein Feuer? Mein Warte Magen mal. Ist echt nicht gut. Nee, meinem auch nicht. Ich habe auch dauernd dieses kranke Gesicht da oben. Ich glaube, wir werden sterben. Und wie war ihr erstes Leben so? Scheiße, wir waren bloß krank. Sind rumgegangen. Voll gefressen, alles wieder rausgekotzt, irgendwo im Wald gepennt, alle scheiße Nüsse gesammelt. Überall Nüsse. Gib mir immer die Nüsse. Ja. Kann ich hier nichts woanders spawnen? Oh, weil ich sehe übrigens gerade, das ist unsere tatsächliche Uhr, wenn ich unten auf die Uhr schaue. Es ist 21 Uhr. Das passt. Was? Ja. Jetzt ist 23 Uhr. Was? Das heißt, das Spiel ist 5 Tage alt, war was? Also die Stadt hier ist jetzt 5 Tage alt. Genau, dieser Server ist 5 Tage alt, ja. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir frischen finden? Ich kann nichts finden, ich muss erstmal irgendwie Ausdauer. Er muss erstmal Ausdauer haben zum Suchen. Du, wir können ja einen neuen Charakter erstellen. Und dann treffen wir uns rein. Nee, kann ich nicht. Solange ich einen habe, kann ich keinen erstellen. Er lockt dich sofort ins Dorf ein, wenn dein Charakter existiert. Du kannst nicht cheaten. Wir könnten unser Zeug ja in die Storage reinlegen und einfach in die Goblins reinrennen. Ich kann nicht, ich komme nicht mehr mit zu den Goblins. Aber du kannst ja nicht rennen, ich vergaß. Ja. Oh. Was kannst du eigentlich? Ich kann im Dorf sitzen und. Was ist denn Overfield? You ate too much? Hey. First World Problems. Wir haben zu viel gegessen, wir haben zu viel Essen. Oh. Was waren ihre Probleme in ihrem Leben? Zu viel Gäste, zu viel Nüsse. Ja, so viele Nüsse. Ich bin zu schwer, sagt er mir. Ja, das hast du jetzt gesagt, Tada. Ja, ich hab so viele... nee, die Waffe sollte ich behalten. Die erste ich hab Frau. Viele Nein, mein Schwert gibt mir wieder. Mann, Eisdengel, danke dir für dein Hosting. Eine Frau mit Selbsterkenntnis. Was? Wer hat das gesagt? Es ist echt doof. Oh. Ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, ich nehme mir einfach einen Ausdauertrank mit und guck mal, wie weit ich komme.
Punkt. Ich kann den nicht mehr trinken. Das ist ja egal, ich auch nicht. Das ist doch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt einfach Richtung Süden. Tana kennt ich sich. Ich gehe jetzt und guck, wie weit ich komme. 2 Minuten später. Fuck, Energie alle. Ist mir doch egal. Hier ist Lukas in seinem Camp. Ich guck mal, was Lukas in seinem Camp hat. Kann ich nicht ausrauben, schade. Warte jetzt, warte. Ach, das. Da ist Darkwood. Darkwood steht hier rum. Das ist interessant. Storage. Ich lach mir hier einen ab. Trinke ich ein bisschen Wasser. Wo bist du? Bist du nach unten weiter gegangen? Ich bin nach Süden gegangen, ja. Ich bin schon 2 nach Süden gekommen. Wow. So excited. Wow. Ach, da ist er doch. Wow. Guck mal, da steht ein Darkwood. Jo. Ich lauf mal weiter. Wollen wir Darkwood umnutzen? Da dürfen wir leider nicht. Hab ich schon versucht. Hab ich schon versucht. Ich kann nichts machen. Ach, ist doch egal. Ich frag mich, wenn man böser... Ich schlaf einfach mal weiter, vielleicht krieg ich ja noch einen Punkt. Tana, du bist niedlich, das reicht schon. Was ist denn weiter ich unten? Ich renne einfach mal auf der Karte im Schlaf um die Stadt rum. Oh, hier sind Gegner auf der nächsten Map. Auf geht's. Ich komm nicht aus der Stadt raus, nur weil ich den Hals. Ich hab 0 Aktionspunkte, wuh! Auf ihn! Haut den Bademeister! Bam! Pöp, tot! Easy Victory! Ich habe übrigens jetzt keine Punkte mehr. Aber ich werde nicht verdursten, weil ich die ganze Zeit hier Wasser aus dem See trinken kann. Yes, ich werde dir heroisch Hilfe leisten und bei dem. Du hast jetzt eine. Du hast jetzt ein neues Problem. Du hast jetzt eine neue Kondition. Magenprobleme. Die hatte ich vorher schon. Jetzt habe ich die 2-mal. What? Jetzt hab ich aus dem See gesoffen, jetzt habe ich doppelte Magenprobleme. Was bin ich? Tipp des Tages, pass auf, was du isst und trinkst. Mein aktueller Status, ne? Shaken, you are a bit frustrated from the events in the village. You need something positive to get back on track. Wie, du kannst sneaken und kriegst dann +4... Nee, das kostet zusätzlich... Bänder? Das kostet zusätzlich 4 Punkte. Oder nicht? Und, ich schau mal da. Hier sind Feinde. Ich kann nicht mehr gehen. Ich bin fertig damit. Ich habe 0 Punkte, genau. Würfel zu mir. Entschuldigung. Ich bin nervös. Wir haben kein Personal. Wir können uns nichts mehr leisten. Bitte spenden. Ich schau mir gerade das schwarze Brett an. Wir haben kein Personal. Es hat kein Personal die Stadt betreten. Oh Mist, ey. Spenden Sie jetzt 4 Euro, damit wir ein Personalmanagement einstellen können. Damit unsere Stadt wieder aufblüht, spenden Sie 6 Euro, damit unsere Stadt Blumen bekommt. Heute sind gestorben Kaktusboxer Daniel Rotentod, Lautaro Solan, Wounded Solan, oh Gott. Tana, das musst du anders ausziehen. Liebe Gemeinde, wir trauen heute um unsere Kameraden. Gestern, ne? Gestern gestorben. Gestorben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Die hatten alle keine Ausdauer. Die kamen nicht mehr zum Kühlschrank. Boah, wie viele Dörfer es schon gab. What? Wenn ihr auf Optionen unten rechts geht und in die Ladder geht, dann seht ihr... Socialize müsst ihr mal drauf gehen. Ich weiß nicht. Singen, tanzen, Kuchen backen. Feedback, Tutorials. What? Ich sing mal. Die Basics, die Verteidigung. Im Schlaf. Du singst im Schlaf? Oh, bitte nicht. Ja, ich habe schon einen Ausdauerpunkt. Ich tanze. Sie singt atemlos durch die den Wald. Ich kann eben mal einer erschießen dafür, bitte. Bis die Ausdauer erwacht. Was haben wir uns mit ihm angetan, Usta? Ja, du hast ihn hier reingeholt. Ich halte mich jetzt hier raus. So. Ich halte mich hier raus. Ich muss Ausdauer. Ich habe keine Zeit für euch. Nee. Ich brauche Ausdauer. Wie viel brauchen wir für ein Quadrat? 12, ne? 9 bis 12, ja. Ich komme auch nicht mehr zurück nach Hause. Für mich war es das. Also eigentlich, wenn ihr anfangt zu singen, müsst ihr eigentlich so viel Ausdauer haben vom Fluchtinstinkt her, dass ihr nur die ganze Zeit. Ich gehe freiwillig. Nope, er singt. Tschüss, ich bin raus.
Fluchtinstinkt und weg. Verdammt, jetzt. Ah. Ich dachte echt, ich überwinde irgendwann mal meinen komischen Magenblödsinn da. Ey, Kalter! Vielleicht kann ich mir bitte ein Messer schneiden, vielleicht wird's dann besser. Ah. Warte, ich ramm dir ein Messer im Bauch. Oh, das ist voll nett. Sie haben keine Magenprobleme mehr und kein Magen. Geil. Ich bin ein schlechter Entdecker. Ich kann viel tragen, kann gut verteidigen. Und warum bist du da geflüchtet? Weil ich nur noch ein Drittel Leben hatte. Ein Drittel noch? Das ist ja noch, das ist ja kein Argument. Ey, Kater, Diablo-Abklatsch, sagt er gerade. Nee, das kennt ihr. Diablo-Abklatsch, das ist. Also in Diablo hätten wir noch Ausdauer. Das ist korrekt. Und da hätte ich noch epischen Loot. Wo ist mein epischer Loot? Haben wir nicht. Sieht schlecht aus. Das Dorf sieht aus wie Diablo. Warte. Das, was? Du kennst aber komische Diablos. Ja, also ich kenne den Diablo, den Höllenfürst, der sieht nicht aus wie eine Stadt. Nein. Ja, ich kann leider die Stadt nicht verlassen, Kalter, weil keine Ausdauer. Du hast es. Die Frau ist nicht sportlich genug. Ich schlafe. Nee. Ich glaube, es ist wirklich ein Punkt, wo wir fast sagen können, okay, fürs Durchgucken sind wir durch. Wenn wir keine Ausdauer mehr haben, können wir jetzt nur noch hier rumsitzen. Das ist ja die Wahrheit. Ja, können wir hier warten, bis wir... Wir können hier warten. Oh, ich habe 5 Ausdauer. Wodurch? Wie hast du denn gemacht? Mein Charakter schläft ja weiter und weiter und weiter. Ach so, und weiter. Ach so, du hast jetzt insgesamt 5 Ausdauer. Ich hätte das mit einmal schlafen 5. Jetzt mit zweimal schlafen habe ich 2 Punkte regeneriert. Okay. Mathematisch nicht unmöglich. Die Sache ist die, das Einzige, worauf du hoffen kannst, ist wirklich, dass du Hunger kriegst, ne? Ja. Aber wir sind so überfressen. Ne, ich nicht. Ich bin ja nur well fett. Also ich bin noch nicht richtig fett. Geht noch. Ja, aber diese fetten Abenteurer hier. Kein Wunder, dass wir keinen Kampf gewinnen. Ja. Wir bewegen uns hinten aus Atem. Use berries from the storage. Took 10. So. Jetzt habe ich Magenprobleme, bin überfüllt und das andere habe ich auch noch mit dem Magen. Perfekt. Überfüllt? Ich habe noch 17 Punkte, auf geht's. Ich kann noch ein Stück gehen. Warte, ich komm mit. Da sind Gegner. Ja, wollen wir? Attacke! Es könnte mein allerletzter sein, wie keiner vor mir war. Los, komm! Na gut. Ich bin ein Panda, holt mich hier raus. Pilger! Attacke! Welcher? Links, rechts, geradeaus? Auf den rechten. Ist das Wein? Oh, ich hab daneben getroffen. Ich plepp. Du bist gleich tot. Menno. Bett, lauf! Attacke! Okay, ich hab den einen ziemlich gut runtergekriegt. Ich hoffe, er greift weiter mich an. Oder so. Stirb! Jawohl! Victory! Wie haben wir das gemacht? Wir leben immer noch. Auf die nächste Map, auf zum nächsten Gegner. Ja, ich brauche einen Punkt zu viel, nein! It's all over now. Da ist eine Hütte. Ich kann nicht, ich brauche einen Punkt. Ich muss pennen oder wir müssen aufhören. Ich bin verletzt. Wir müssen aufhören. Ja, ich suche die ganze Zeit schon Feuer hier. Du suchst ein Unicorn. Hier ist ein Einhorn. Was? Als Gegner oder was? Das ist... Ein rare magical beast. Extremely deadly. Ah, genau das, was wir gesucht haben. 6 Punkte zum Laufen. Woo! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will's auch sehen. Warte. Oh mein Gott. Es hat mich schon gesehen. Das ist ein Ausrufezeichen in meinem Kopf. Es weiß, dass ich hier bin. Oh, ist das niedlich. Das ist gar nicht niedlich. Das wird uns beide töten, aber es macht ja nichts, ey, oder? Ich lenk's ab. Du lootest. Okay. Wie viele Punkte hast du? Wie viele Ausdauerpunkte hast du? 2. Zum Looten reicht. Okay. Wir warten. Nein, wir warten, bis es einschlägt. Wir warten, bis du flüchten kannst. Dann lock ich an. Wie lange soll das denn dauern? Du lootest den Loot und dann flüchten wir schnell. Okay. Das hört sich nach einem Plan an. Ich habe jetzt nochmal was gegessen, jetzt habe ich aber keine Ausdauer regeneriert. Aber ich habe wieder was im Magen gekriegt. Yay!
Was wir gerade machen, wir versuchen heroisch ein Einhorn zu überlisten. Ich glaube, wir werden gleich beide sterben. Ja. Das ist korrekt. Aber heroisch. Aber ja, auch. Und ich hänge hier in der Stadt ab, ey. Aber das Monster sieht nicht schlecht aus. Echt, geh mal raus, ey. Was ist los mit dir? Ich komm hier nie weg. 6 Punkte kostet das Movement. Guck mal, ob irgendwo einer 5 kostet. Ich tu mal drüben kurz ein Camp aufbauen. Hä, verlass mich nicht, das ist gefährlich. It's dangerous. Ja, ich werde hier drüben kurz mal ein Camp aufbauen und da mein ganzes Zeug reinlegen, weil wenn ich sterbe. Ja, damit sein. Das ist nicht mal ein Einhorn. Das ist nicht mal ein Einhorn. Ich habe Einhorn in Weiß und Regenbogenpupsis und schön und nett. Das ist einfach. Das ist das andere hier. Das ist das Viech, was Luna Lovegood immer sieht bei Harry Potter. Das ist kein Einhorn. Ja. Das ist ein Nachtmahr. Das ist was anderes. Was? Ja, oder nicht? Ich habe jetzt bei Nachbar habe ich aufgehört. Was? Er meint diese untoten Pferdchen. Genau, das ist eigentlich nur weil es vorne ein Horn hat. Ja. Oh, mein Chat ist schon wieder weg gewesen. Hallo, Chat. Hat keiner was geschrieben. Nee. Bei mir stand nämlich jetzt zweimal willkommen im Chat. Das ist mir getrennt. Tja, tada. Testral, heißen die Testral, die Viecher? Ich habe auch gleich fast eine Hälfte durchgeschlafen. Testral heißen die. Komm, gib mir den Punkt, dann gehe ich jetzt zu der Leiche, die hier ist. Ich meine, ich habe okay Leben. Ja! Und ich habe noch Bat, den ich opfern kann zur Not. Ich werde dieses Einhorn töten. Oh, der hat nichts. Ich habe meine Waffe mit. Wir können das heroisch niederknüppeln. Ja, sicher. Wieso hat er nichts? Wie viel brauche ich denn zum Abhauen wieder? Ich bräuchte 9 Punkte. Das ist schlecht. Du hast? Keine 9. Das soll genug. Wie viele Punkte haben sie? Nicht genug. Und ja. Tschüss. Ah. Ich meine, Tana, was sagst du? Müde. Ich denke, wir sind mehr oder weniger durch mit dem Game. Ja, ja. Zum Zeigen. 0 Punkte. Null Punkte für das Game jetzt oder für deine Ausdauer? Meine Ausdauer. Okay. Also ich würde sagen, wir machen das so. Ich gehe gucken, was am Grabstein ist. Oh! Okay. Okay. Magical Unicorn, go! Hey, wir kriegen das platt. Oh mein Gott, ich bin halb tot! Oh mein Gott, wir kriegen jetzt platt. Warte. Attack! Was? Du Sau? Lass mich hier rein. You were killed by Unicorn. Wie, du Sau? People died in battle? Bad butter. Unicorn. Unicorn killed me! Unicorn. It killed me! Oh, der Tod kommt aber zu Besuch. Das ist voll nett. The enemies you unfold and encountered killed you. Ja, das ist mir bewusst. Dankeschön. RIP. The forest spirits still favor you. Your life will be spared. You were resurrected. Ich bin wiederbelebt worden. Ich bin was Besonderes. Los, das Unicorn holen wir uns. All hail. Hail, mighty Abusel. Los, komm. Das Unicorn holen wir uns. Ich habe wieder 150 Ausdauerpunkte. Dein Ernst? Ja. Ich nehme eben Essen mit. Ich habe unten steht, Essen. Guck mal, das steht ja gerade. Bat und Ustra wurden gerettet von Guardian Angel. Voll nett. Ja, weil wir so einen schweren Kampf auf uns aufgenommen haben. Das kann man ja ruhig mal jetzt auch mal appreciaten, würde ich mal sagen. Ne? Los, wir schnappen uns das Unicorn. Ja, du musst, ich muss vorbereiten und Dinge tun. Ich habe Essen und Stamina direkt bei mir unten. Alles mit dabei. Tod dem Unicorn. Es ist auch fast tot, oder? Ich hab nur den Weg vergessen. Warte auf mich. Warte auf mich, mein Prinz. Einfach geradeaus runter. Warte auf mich, mein Prinz. Oh, das kann ich nicht mal aufsetzen. Wie geil. Praise the sun. Kann mal einer zu mir kommen und ein Zelt aufstellen, dann können wir Stamina. Nope. Ich muss Einhorn töten. Nope. Weil wir haben Zelte, in denen wir Stamina recken können. Wir müssen jetzt erst heroisches Einhorn erschlagen. Wo bist du denn jetzt schon? Ich bin gleich beim Einhorn. Ich bin einmal nach rechts gelaufen. Nach unten und nach rechts gelaufen. Nee, nur nach rechts gelaufen. Ist hier schon das Einhorn? Ich hab mich völlig verlaufen. Einfach geradeaus runter. Irgendwann kommt ein Camp und dann hast du mich. Ach, ein Camp. Okay, alles klar.
Ja, ich habe da ein Camp aufgebaut, bevor ich gegangen bin. Ach, danke dir. Alles klar. So. Gehen wir heroisches Einhorn töten, oder? Ist einfach mal so. Auf geht's. Ha! Statt mir zu helfen? Nein. You don't trick us twice, bitch. Jawohl, du bist halb tot. Du bist mein. Oh mein Gott, der haut richtig krass zu. Kannst du mich helfen? Los, Angriff! Ich bin schon Angriff! Geh ab, du Unicorn! Yes! Victory! So, und jetzt gehen wir Thanatos. Das sind alles unsere Sachen. Das sind wirklich unsere Sachen. Das ist, glaube ich, deine Axt, das ist mein Messer. Du hast Fischernetze dabei gehabt. Ja, das sind deine Sachen. So, okay. Der hatte ich nicht. Echt nicht? Achso, das ist dann wahrscheinlich das Zeug von dem Typen, der vorher gestorben ist. Ha, plepp, meins. Doch, wo ist Tana? Keine Ahnung. Bei 14.10. Ah, okay, gut. 12.11. Einfach geradeaus hoch. Okay. Ich pack mal hier ein Storage im Camp, ein Zelt rein, dass das einer von euch aufstellt, bitte. Ja, geradeaus hoch, hast du gesagt. Ich möchte hier aber nicht kämpfen. Geradeaus hoch. 14.10, da müssen wir noch 4 hoch. Nee, das ist direkt hier, wo die silberne Münze ist, hier nach rechts unten. Ja, aber wir kommen ja von unten, wir müssen ja von unten hochlatschen. Hallo? Könnte jetzt mal irgendjemand sagen, wow, du hast ein episches Einhorn getötet in 2 Versuchen. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Du hast aber unsere, ja, könntest du nochmal machen, ich hab's nicht gesehen. Rechts. Wo willst du hin? Hier ist ein toter Bandit, ich wollte nur mal gucken. Hallo, ich wollte die Leiche so ein bisschen... Hier ist doch schon ein Camp. Ja, aber da muss ein Zelt drauf. Das ist im Storage. Bitte einmal aufstellen. Da muss noch ein Zelt drauf. Jetzt müssen wir doch mal zurück ins Storage. Nein, du kannst das Storage hier drin öffnen. Ich habe auch kein Zelt mit. Ist das im Storage drin, habe ich gerade reingelegt. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Männer, hallo, wir haben Einhorn getötet. Weißt du, was das für uns macht in unseren Köpfen? Das ist erstens... Wir kriegen solche Nüsse, ja, wegen Erfolg. Und dann, wir haben nicht sowas gehört wie, oh, das ist aber gut gemacht. Yay, Yata, gut, yay. Gut gemacht. Ihr seid 2 hervorragende Kämpfer und ihr verteidigt die Ehre des Dorfes oder so. Hab ich nicht gehört. Aber ist okay. Ich glaube, die wertschätzen uns gar nicht. Ja, ist so, was wir für das Dorf erreicht haben. Wir haben den Engel getroffen, er hat gesagt, ihr seid coole Dudes, ihr dürft noch mal. Hm? Ja. Oh, weia. Das hätte bestimmt richtig Bock gemacht mit richtig vielen Leuten. So 10 Leute Moshpit um das Ding rum oder so. Okay, ja. Der darf einmal auf so einen klopfen. Oh, Mob das Einhorn! Mob in Kreis! 9 von 10 Leuten finden Einhorn-Mobben gut. Ja. Da ist nichts. Enemies keine, Villagers in dieser. Keine. Okay, sonst aber auch nichts. Überall sind diese komischen Zwerge, was ist das eigentlich für ein Scheißwald? Warum gibt es Zwerge im Wald? Die gehören da gar nicht hin. Das sind die von den Mädchen. Die sind geflüchtet. Boah, was ist das denn? Guck mal bei 19.9. Das ist ein bisschen in Richtung rechts. Der Knocker. Evil magical being. Spawned in the depths of the wicked forest. It strikes. 19 was? Its strikes are deadly. It is hard to be wounded. So you better run. Das ist ein Monster, was dich definitiv töten wird. Steht da. 19.9. Oh. Das ist eine ganze Ecke nach rechts. Ach, das hier. Geil aus, das Viecher. Sieht aber niedlich aus. Oder? Wollen wir zu ihm? Ich denke, wir haben keine Ahnung Wahl. Sag mir hallo. Tschüss, Tana. Bye, Tana. Wir müssen Abenteuer. Ja, danke. Soll ich dir was zu essen noch da lassen? Bist du jetzt woanders lang gelaufen? Okay. Ach nee, du kommst nur später nach. Na, das verstehe ich natürlich. Da weiß ich nicht, dass das Fußvolk erst kommt. Das ist voll nett. Ich hab gar kein Leben mehr übrigens, aber ich gehe trotzdem mal dahin, ne? Braucht schon Leben. Gut. Ich kann hier nichts mehr benutzen. Ich bin hungrig. Jetzt hätte es einer Feuer anmachen können für mich, wa? Wir hatten leider nichts zum Feuer machen. Ich hatte nichts zum Feuer machen dabei. Auch da. Hast du alles dabei? Das hättest du aber jetzt immer sagen können. So, hier unten rechts müssen wir hin.
Nee. Hilfe, was für ein Geschmatze hier. Meine Mama hat den ganzen Hunden ein Leckerchen gegeben. Oha, Leilania. 18,9. 18,9, aber da hier ist falsch. Da unten ist es doch. 19,8, wo? Nee, das ist nicht das. Das ist nur ein normaler Zwerg. Warte mal, wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Wir müssen. Das ist. Ach ja, wir müssen einen weiter, genau. Wir müssen einen weiter quer rüber, ne? Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich Ausdauer habe, um diese Ecke hier zu verlassen. Von hier aus nach Südosten, da wo der Zwerg steht, da müsst es hin. Also zumindest auf meiner Karte sehe ich das so. Ja, dann lass uns eins runtergehen und eins rüber. Ja, dann müssen wir gegen die nicht kämpfen, sehe ich auch so. Aber ist doch süß, Lelania, wenn die ganzen kleinen Welpen da machen. Ja, der ist er. Boah! Die sehen so cool aus. Können wir doch mal umdrehen? Oder heroisch Angriff? Ja, wir können auch umdrehen, also wir müssen uns jetzt hier nicht wasten. Ich werde auf jeden Fall drauf gehen. Ich hab nur noch 16. Ja, heroisch Angriff. Ich trinke vorher noch was. Wart auf mich! Attacke! Wir machen ihm voll Schaden. Sieht cool aus, das Bot. Ich wünschte, hier wäre andere Musik, oder? Was meinst du? Das könnte ein bisschen epischer sein, als er. Wow, wir machen richtig Damage. Wir spielen Grimwood. Das ist eine Open Beta von einem RPG. Simulationsstrategie, Städtebau. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Das war. Was? Knocker killed. Avose, lässt mich nicht sterben! Ja, ihr seid beide nicht gestorben. Avose! Auf ein neues! Ich kann. Können wir nicht einfach das Spiel beenden? Also eigentlich wären wir mit dem Magen in der Zeit ja schon voll gestorben. Sieht ja voll horrorhaftig aus. Ja, hat auch ein bisschen was Horror. Ich nehm mal eine Pistole mit, weißt du das? Ich knall das nicht ab. Bring meine Waffe mit. Du bist einfach rausgelaufen jetzt, oder was? Ja. Heroischer Angriff mit der Faustwaffe. Ja, mit der Faustwaffe vor allen Dingen. Ja, ich sehe schon. Ja. Hose runter und Angriff. Ja. Hallo, Tana. Soll ich das Feuer anmachen jetzt, oder was? Ja, war schön. Im Storage ist Feuer drin. Ja, wenn auch schon Feuer da ist. Feuer. Was? Yay, ich bin ein guter Mensch. Halt, die Waffe. Ja, kann ich hier hinwerfen. Ist doch egal. Halt die Waffe. Ja, halt die Waffe. Was wir hier am Abenteuer machen, Pierre, ne? Items. Und ich habe keine Ausdauer und komme nicht hinterher. Da musst du mal stehen. Ja, aber voran denn? Hä? Ich finde es ja erstaunlich, dass wir immer wieder geholt werden von dem Game. Wo müssen wir denn hin? Ja, wir sind so geile Leute, weil wir halt die Boss hier geil, machen. Ja. Das Game sagt, ja, nope. Wir trauen uns auch ja mal was. Oh, fuck. Wo müssen wir lang? Wir müssen eins hoch. Eins hoch, okay. Ah, da ist Lukas. Lukas kann mich bestimmt nicht hier töten. Und eins da lang. Ja. Hm. Ah ja. Attacke. So we meet again. Wow, die Pistole macht okay Schaden. Du hast sofort so viel heftigen Schaden gekriegt? What? Ja, ich bin ihm heroisch entgegengesprungen. Ein Angriff noch. Ein Angriff noch. Komm. Ich weiß nicht, was die da treiben. Ich seh's ja. Komm! Aber. Yes! Ja, wenn du das reden möchtest, brauchst du nur Ausrufezeichen Ustra eingeben, dann kannst du dir das angucken. Dann brauchst du dir mein Schlafsimulator hier nicht angucken. Ich nehm alles mit. Alles meins. Lass doch was zu essen da. Jo. Oh, ich muss halt gerade warten, bis ich Ausdauer habe. Ich hab erst zwei. Hast du jetzt gerade meine Tränke mit reingesteckt? Nein. Skandal. Warte, ich pack dir zwei in Camp. Hat noch einer Minztee? Ja. Tatsächlich habe ich Minztee. Das ist mein Minztee. Achso. Tatsächlich habe ich diesen Minztee gefunden. Hey, cool, ich hab Blut gefunden. Das ist mein Blut. Oh, umso besser. Vielleicht geht's da meinem Magen besser.
Ey, kannst du. Such doch woanders. Das ist meine Gegend. Aha! Doppelkill. Wie nennt man das, wenn man zwei Dinge gleichzeitig entdeckt? Chameleon Move. Ha! Was für ein Fisch? Ich habe Holz gefunden für den Wall. Haha! Jetta. Hier ist immer noch was zu entdecken. Wow. Wow. Ich bin zu fett geworden. Wow. Hallo? Hallo. Mir war Ausdauer und so. Ein toter Bandit. Oh, wow. Wow. Ja, nehmen wir das Holz aus dem Bandit mit. Die Take-All-Taste, hä? Das ist kein Holz zum Banditen. Gehen wir mal rechts weiter hoch, oder? Warte. Ich muss gucken, was Holz ist. Das Holz ist weg. Ist kein Holz da, ist mir auch egal. Hier gibt's Werkzeug? Items? Da oben. Oh, der wusste, was los ist. Der hat sich gedreht. What? What the fuck? Okay, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Liegen die hier einfach rum? Darf ich das? Einfach mitnehmen. Ich glaube, wenn jemand tot ist, kannst du die Sachen einpacken. Ja, das ist hier nicht... Hast du das einfach alles mitgenommen? Was denn? Kannst du so viele Sachen einfach tragen? Take all, Junge. Take all. Also, aber habe ich auch gesagt, da sagt er so, nee, Junge, zurück ist nicht. Aber ich teile nicht meinen Loot mit ihr. Hä, wenn ich mit Raiden geht, krieg ich doch keine epischen Items. Was ist los? Oh, ich sollte besser früh was essen, weil ich habe Hunger. Okay, danke Spiel. You're welcome. I have eaten now. Jetzt habe ich Durst. Oh, mein Leben ist so kompliziert. Ich bin immer noch hungrig. Was ist denn los? Ich habe 5 Fleisch gegessen. Wo ist Tanner? Hier ist nochmal Zeug, aber ich kann es nicht nehmen. Ist mir egal. Ich bin durch damit. Tanner, welche Position bist du? 14-10. Okay, immer noch. Muss ich 2 runter. Danke dir. Ja, hätte ja sein können, dass sich an einer Situation was ändert. Ich hätte mal fragen. Nee. Entschuldigung. Ich habe Kräuter gefunden und eine Pistole, aber ich kann sie nicht nehmen. Das ist schlecht, weil die fand ich ganz gut im Kampf gerade. Bau dann Camp hin und dann pack's einfach ins Storage rein. Ja, aber das ist dann das Camp Storage. Das oh, ich hab was bei gefunden. Den 3 Leuten, die online sind, hast du Angst, dass dir jemand eine Knarre klaut? So, ich bin wieder vollgeheilt. Du hast gesagt 16-10. Ich bin total verlaufen. 14-10. Ich hab mich verlaufen. 14-10. Space, Loot. Ich bin zu weit gelatscht, ich Vollidiot, ey. Das ist ja das mit der Ausdauer braucht Verbesserung. Nein, das soll ja ein Spiel sein. Das soll ja eben ein Spiel sein, wo du nicht alles alleine kannst. Genau, das ist so ein Ding. Man kann das wahrscheinlich mit O-Game vergleichen, das Game, oder? Hallo. Hi, Tana, brauchst du irgendwas? Ausdauer. Kannst du trinken? Irgendwas für meinen Magen vielleicht. Nee. Ich bring was mit für den Magen. Das war mein Minster, ich hab den nur überlassen. Ja, würde ich auch sagen. Hä, denn der lag auf dem Boden, das ist meins. Komm her, Junge, ich hab 2 Pistolen. Ich bin nämlich immer noch am Pennen. Ich kann nicht nach Hause zurück. Nein! Aber Mama! Mama! Mama, ich will wieder nach Hause kommen! Bitte! Okay. Du brauchst 6 Punkte, um rauszukommen. Leises Kratzen an der Tür. Ich esse auch immer mein Gemüse auf, Mama. Immer bitte. Diese Leute, die keine Stamina haben. Es tut mir leid. Hallo, guck mal, guck mal hier. Guck mal, was wir für das Dorf erreicht haben. Ausdauertrank. Die habe ich, die kann ich nicht trinken. Was brauchst du? Werkzeug? Irgendwas Kräuter. Für den Magen. Guck doch mal hier. Yay, also für meinen Teil muss ich sagen, da es immer schwieriger wird mit der Ausdauer, habe ich das Gefühl, wir sind durch. Weil Tana, du stehst ja schon eine ganze Weile jetzt rum, ohne dass wirklich sich was bewegt. Das macht keinen Spaß. Nee, also es ist halt ein Spiel, wo man wahrscheinlich so eine Stunde einloggt oder eine halbe vielleicht, dann seine ganze Ausdauer wastet, Dinge tut fürs Dorf und dann, denke ich mal, auch wieder für den Tag sein lässt. Also es ist so eine Art O-Game-mäßiges Strategie-Aufbau-Rollenspiel. Finde ich cool. Die Idee ist nett. Mit mehr Freunden macht das bestimmt mehr Spaß, wenn man sich auf mehr Aufgaben gleichzeitig konzentrieren kann.
Genau, erstmal alles ins Lager stopfen. Danke, dass ihr dabei wart, beziehungsweise dass ihr mich mitgenommen habt. Das muss man eher. Oh, Würfel, das muss man wohl eher sagen. Okay, und, ja, mal reingucken, wenn ich mehr vom genau, Death Team weiß. Genau, wenn du mehr vom Death Team. Death Team weißt, so sehe ich das auch. Genau, vom Death Team. So sehe ich das auch. Ja, schaut euch das selber mal an. Vielleicht hat man ja irgendwann die Möglichkeit, einen eigenen Server zu erstellen. Das wäre eine Sache, die community-mäßig bestimmt einfach witzig wäre, weil es einfach wenig braucht, um mitzumachen. Und jedes bisschen Loot, das ich dann nehmen kann aus dem Storage, ist reicht. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Danke fürs Dabeisein an meiner Stelle. Ich weiß ja nicht, auch. Ihr macht jetzt Overwatch.